Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Diese Woche hatte ich ein bisschen Halsschmerzen, die sind schon weg, aber dafür habe ich wieder ein bisschen Schnupfen. Aber soll uns nicht abhalten, denn wir sind heute bei HobbySim Racing wieder unterwegs und das Ganze ja schon im fünften Lauf dieser zweiten Season, also schon bei der Hälfte. 10 Rennen haben wir. Ja, alle 2 Wochen fahren wir. Das heißt 10 Wochen die Season schon alt, so schnell geht das. Ja, wir sind heute auf dem Hungaroring unterwegs. Aktuell läuft noch das Qualifying, wie ihr im Hintergrund vielleicht sehen könnt. Dann geht's ins einstündige Rennen und das mal wieder mit einer sehr, sehr guten Beteiligung von 43 Autos, sehe ich hier gerade. Also, ich glaube, da wird es gut Action geben, auch wenn es keine Strecke ist, wo man jetzt super überholen kann. Aber ich denke, wird nicht langweilig werden, die Stunde. Und ja, würde ich sagen, gehen wir gleich auf die Strecke. Aber moin erstmal natürlich an Dr. Angeli und der Pierre auch dabei. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt gehen wir aber rauf. So, da sind wir. Und ich würde sagen, ja, ein bisschen Zeit. Also gehen wir mal wieder ein bisschen durch die Teams durch, durch die Autos auch. Haben ja insgesamt 3 Klassen hier im Feld. Gold, Silber und Bronze. Somit haben wir die Gesamtwertung, die wir uns nachher anschauen. Und natürlich dann entsprechend jeder Klasse nochmal eine Wertung. Die ersten 30 für die Gesamtwertung bekommen Punkte. Und die ersten 12, wenn ich mich nicht täusche, innerhalb der Klassen. Also da gibt es auf jeden Fall dann Doppelpunkte zu holen. Ansonsten noch, ja, fürs Qualifying, Platz 1, 2, 3 kriegen nochmal 3, 2 und 1 Punkt. Ja, kann man also auch schon mal ein bisschen was holen jetzt hier bereits in den ersten 20 Minuten. Ja, in der Gesamtwertung insgesamt, ja, ist noch relativ spannend, zumindest an der einen oder anderen Stelle zur Hälfte der Saison. Gucken wir uns, wie gesagt, später mal an. Jetzt gehen wir aber erstmal ein bisschen durch. Oliver Braun sehen wir hier gerade. HQTH, ja, Team ist das hier mit dem McLaren. Gerade auch auf einer gültigen Runde, hoffe ich jedenfalls. Ja, müsste sein. Wir kriegen gerade die ersten Zeiten rein. 1:43,5 von Stefan Mons und Daniel Andersen gleich mal hinterhergelegt. Dann gehen wir mal zum Auto mit der Nummer 4. Pierre Brückner steht hier in der Box. Shark GT Racing. Da ist er mit dem Aston Martin ist das. Der steht da gerade mit einem zusammen in der Box hier. Dann haben wir den BMW von Peter Buchholz. Der fährt hier den BMW mit Soapbox Racing mit der Nummer 5. Die Nummer 7, Mario Eldery. Ich glaube, der darf heute kein Qualifying fahren. Also die 007 hier bleibt mal heute ein bisschen undercover in der Box. Wen haben wir noch? Dann haben wir Jürgen Hofmann, Team Oggi, Oberfranken, Coburg, gerade Richtung T1 unterwegs. Hat ein bisschen Verkehr hier im Moment, aktuell auf der 15, das letzte Fahrzeug, was zumindest im Moment eine Zeit gesetzt hat. 4,2 Sekunden jetzt auf der 16. Hat er Rückstand? Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was ja, sein an Potenzial, dass er wieder eine gute Zeit oder eine verbesserte Zeit hinlegen kann. Daniel Anding haben wir im Ferrari für RM Motorsport mit der Nummer 13 in der letzten Kurve. Diese Runde leider ungültig, damit warten wir da noch auf eine erste gezeitete. Remo Kipfer, das ist der Schweizer mit der Nummer 14, Panther GT Racing. Wo fährt er gerade? Gleich Richtung Sektor 2. Ah, ach, er hat auch Qualifying, stimmt. Waren 6 Autos, glaube ich, die kein Qualifying waren dürfen. Also da werden wir auf jeden Fall schon mal, ja, ein paar weniger Autos sehen im Qualifying, aber es ist gut gefüllt hier, das, die Strecke, wie man sieht auf der Karte. Ja, also Remo Kupfer, also hier mit der Nummer 14 im BMW, gerade durch die Schikane, da kann man relativ viel Curb mitnehmen hier mit dem BMW sowieso. Wir sehen, wie er darüber holpert. Bisschen unruhig das Auto, aber passt schon und ist auch immer noch gültig und das ist ja das Allerwichtigste. Dann geht es hier in den wunderbaren Streckenabschnitt in den mittleren Sektor. Ja, rechts, links, nee, umgekehrt, links, rechts, links, rechts, so rum. Ja, braucht man sehr, sehr viel Rhythmusgefühl, muss wirklich die Umsetzpunkte gut hinbekommen und ja, gar nicht so einfach, da wirklich jedes Mal optimal durchzukommen. Da kannst du so schnell Zeit verlieren, eine Kurve vermasselt und das wirkt sich dann hier wirklich komplett aus, spätestens bis diese Rechtskurve hier, enger Rechtsknick und dann, ja, geht schon in die vorletzte Kurve rein, die letzten beiden Kurven, glaube ich, noch die am wenigsten Spaß machen, sage ich mal. Zwei Haarnadelkurven, das heißt Haarnadelkurven, aber 180 Grad Kurven sind das, die man da einmal links und einmal rechts fährt, wieder auf den Berg hinauf. Gipfer aktuell, ja, wahrscheinlich mit einer Verbesserung. Bleiben wir noch mal ganz kurz drauf, bevor er hier über die Linie fährt. Auf der 18 im Moment, wenn es das stimmt, hier sollte es ein gutes Stück nach vorne gehen. Es geht auf die 13, also zeitentechnisch gut verbessert, positionstechnisch nochmal eine Handvoll rausgeholt. Dann haben wir den nächsten, das ist ein Lamborghini, Nick Kleefeld, Freiburger Racing Team, hier auf der jetzt 18. Position. Wir haben noch dann Daniel Hofmann, HobbySim Racing, im Audi unterwegs. Na, wir sehen, auch er hat ein paar Autos hinter sich, gar nicht so einfach eine freie Runde hinzubekommen. Er hat ein paar Meter vor sich was frei, also wenn es denn klappen sollte, vielleicht diese Runde. 0,2 Sekunden, 0,3 jetzt sogar, hat er schon wieder rausholen können. Aber da ist er soweit rausgekommen und auch der Honda dahinter leider, denke ich mal, mit einer ungültigen Runde jetzt. Jeff Ewerts, das ist HyperX Racing Luxemburg One. Jeff Ewerts mit der 23 unterwegs.
Ja, hier auf der 4 im Moment gelistet, ist in der Gesamtwertung Dritter, sprich auch in der Goldwertung mit 99 Punkten, hat gute 30 Punkte Rückstand auf Stefan Bons, der Zweiter ist, und Lukas Bergold ist der Führende der Gesamtwertung, der hat nochmal 8 Punkte mehr. Ja, Bergold, Mons, die haben sich ja immer abgewechselt mit dem Sieg, also P1 hat sich Stefan Bons geholt in Sandford, Bergold in Donington, Mons wieder in Laguna Seca und Bergold letztes Game auf Watkins Glen. Also die ja, machen das doch hauptsächlich unter sich aus. Im Moment sind die auch hier auf der 2 und auf der 3 unterwegs. Also die werden sich es auch hier wieder ordentlich geben. Dann aber Chris Haier, HyperX Racing Luxemburg 2. Sehen wir hier mit dem, ja, mit der deutschen Flagge hinten drauf. Im anderen haben wir ja die luxemburgische gesehen. Chris Haier hier auch gar nicht so schlecht platziert. Nochmal seine Zeit verbessert hier leicht auf der 6. Position. Also da schauen wir auch mal, ob er da vorne sogar mitmischen kann heute. Dann in der Box stehen Jerome Eckert, der darf heute leider auch kein Qualifying fahren, also da werden wir also keine Zeit bekommen heute. Dann haben wir besagten Stefan Bons, der Zweite der Gesamtwertung, Zweiter ja auch der Goldwertung, hier gerade auf einer absolut schnellsten Runde unterwegs. Also wir sagen, können wir sehen, das ist relativ eng da zwischen den ersten drei. Daniel Andersen spielt da ja auch noch mit, ist ja gerade hier auf der 1. Da schaue ich doch mal, wo ist der in der Gesamtwertung. Mal kurz mal suchen. Och, jetzt habe ich hier weggeklickt. Moment, Moment. Wo ist er denn? Ah, da. Auf der 25 sogar nur. Tatsächlich. Ja, erstes Rennen lief gut. Er hat ein Podium geholt. Der Andersen, Platz 3. Dann DNF, dann DNS, also nicht gestartet. Und dann letztes Rennen auch 0 Punkte mit Platz 43. Also der hat noch einiges an Aufholbedarf. Der könnte auch deutlich weiter vorne wahrscheinlich mitfahren. Beziehungsweise, ja, beweist er hier ja gerade, dass er vorne mitfahren kann. Ja, wird dann schwierig natürlich für die Gesamtwertung. Da nochmal, ja, ganz nach vorne zu kommen, wenn die da vorne weiter performen. Dann haben wir Falk Moritz hier auf der 9. Position. Sehen wir mit dem BMW mit der 46, 0,8 Sekunden hinterher. Während wir so langsam auf, ja, das, auf die Hälfte des Qualifying zugehen. Stefan Mons jetzt mit der 43, 065. Na, schauen wir mal, ob wir noch eine 42er sehen. Jakob Hausinger, der fährt mit der Nummer 47. Der ist hier auch im BMW unterwegs mit dem Team oder unter dem Team DOD Racing. Dann haben wir Daniel Andersen jetzt inzwischen auf die 2, wie wir sehen, eine Zehntel Rückstand, aber er hat noch was im Petto, 0,2 Sekunden bereits hier im, ja, gleich dritten Abschnitt. Hier nach der Kurve geht es in den dritten Abschnitt, auch hier nicht zu weit rauskommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir heute so ein paar DTs sehen werden. Gibt ja doch die ein oder andere Kurve am Ausgang vor allem, wo man mal zu weit rauskommt. Auch hier vielleicht, wenn man sich mal ein bisschen verbremst, da ist ja, ja der Anbremspunkt oder die Anbremsphase ein bisschen bergab. Da kann man sich mal vertun. Aber auch da werden wir vielleicht mal Überholmanöver sehen. Ansonsten glaube ich, Kurve 1 ist somit die oder einer der wenigen, sagen wir es so, Überholmöglichkeiten, die hier gut rauskommen aus dem Windschatten. Ist dann noch relativ breiter, Kurve 1, aber danach wird schon schwierig. Der Zweikampf zieht sich da gerne mal durch Kurve 2, 3 vielleicht, aber spätestens Kurve 4, der Linksknick, Anfang Sektor 2, sollte man sich schon halbwegs geordnet haben, denn da wird es dann deutlich, deutlich enger. So, Andersen hat seine Zeit verbessern können, 37.000 Rückstand, aber immer noch auf der 2. Dani Anwand, der kommt hier gerade in den mittleren Abschnitt oder ist im mittleren Abschnitt unterwegs auf der 7, 0,7 Sekunden. Panther GT Racing mit der Nummer 52. Unicorns, Transworld, Philipp Alpentower, der Österreicher. Ja, der ist der erste Porsche, glaube ich, den wir heute sehen. Sehen wir hier auf der 34, 3,7 Sekunden Rückstand. Müsste ja ein Bronzefahrer sein. Ja, AM, genau. Also der ist nicht unbedingt ganz vorne zu erwarten, aktuell hier auf der 34. Roman Wagner, der ist für die Silberklasse unterwegs in einem grünen Aston Martin mit der Nummer 56. Auch hier nochmal Team Orgi Oberfranken-Coburg, müsste das zweite Fahrzeug sein, was wir vom Team heute sehen. Roman hier auf der 32 gerade beheimatet. Da fehlen nur 200 Zehntel ungefähr, bis er Daniel Palmer angreifen kann, der auf der 31 aber auch nochmal ganz gut unterwegs ist. Über eine halbe Sekunde hat der wiederum im Delta. Also der wird da wahrscheinlich nochmal einen Sprung machen. Dann kommen wir zu Rudi Geis. Auch in der Silberwertung unterwegs im Shooter Racing Team. Platz 25. Also mittendrin hier im Getümmel. Ungefähr 2 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Nächsten Position. Nur 1, 2, 3 Zehntel. Dann kann er mal vielleicht mit den Top 20 hier liebäugeln. Aber auch er hat da so ein paar Autos hinter sich. Beziehungsweise, ja, vor sich hat er da vorne noch einen. Also muss er auch mal zusehen, dass er vielleicht nochmal eine freie Runde hinbekommt in den letzten 8 Minuten. Detlef Keep für Hovesim Racing 2 mit dem Honda und der Nummer 67. Platz 7. Also wieder gut dabei hier. Daniel Andersen hat sich seine Pole Position gerade wiedergeholt. Lukas Bergold auf der 3.
Na, gucken wir mal. Da sind nochmal 13 zu Platz 4. Also könnte sein, dass sich da wieder mal ein, zwei, drei Autos absetzen. Haben wir letzten Rennen auch so gehabt, dass da vorne tatsächlich, ja, Lukas Berghold mit von der Partie war. Stefan Mons, da ja auch ganz oft mit vorne gefahren ist. Dementsprechend, ja, Platz, oder beziehungsweise Rennen 2 lief relativ schlecht für Stefan Mons. Nur Platz 9, aber sonst auch mal Platz 1, Platz 2. Lukas Berghold immer auf dem Podium. Alex Cruz, der startet für Cruz mit der 71, ist hier der Honda auf der 18. Position, 1,4 Sekunden. Dann eben schon erwähnt, Daniel Pei sehen wir für Suicide Crew, mit der 74 im BMW M4, Platz 26. Auch da fehlt noch so knapp 2 Zehntel, bisschen weniger, um da ja Wolfgang Busch zumindest nochmal zu holen. Vielleicht nochmal Jan Butt, der ja den M6 fahren dürfte. Aber wir kommen erstmal zum Honda mit der 76, Hove Sim Racing, Matthias Weggel. Also hier sehen wir noch den zweiten Wagen von Hove Sim Racing. Platz 11, exakt eine Sekunde hinter der Spitze. Ja, also vielleicht mal wieder ein Top-10-Ergebnis. Kann man kurz schauen, was er bisher so an Ergebnissen eingefahren hat. Richtig schreiben hier. So, da schaue ich doch mal nach. Ist Vierter in der Silberklasse. Der hat nämlich in der Klasse wohlgemerkt Platz 8, Platz 3, Platz 3 und Platz 8 geholt. Ja, also mal gucken, ob es wieder Platz 3 oder Platz 8 wird heute. Aber hat da wirklich gut punkten können. Vierter in der Wertung und in der Gesamtwertung sogar Zehnter. Ja, also auch insgesamt ganz gut dabei. Das Maisack, der dürfte heute auch keine Qualifying-Zeit setzen. Mit der 79 ist er unterwegs, Suicide Screw. Also hier der Teamkollege von Daniel Pei mit der 74, er mit der 79. Auf der Strecke Thomas Schäfer, Soapbox Racing, der AMG auf der 32. Gerade über die Linie gefahren. Auch da fehlt noch so ein bisschen was. Ja, 3, 4 Zehntel, da kann er sich schon mal 3 Leute auf einmal schnappen. Die sind da sehr, sehr dicht zusammen. Braun und Buchholz davor, die beiden Fahrzeuge sogar exakt gleich auf die Tausendstel schnell. Dann haben wir den zweiten Lamborghini von Freiburger Racing Team, Michael Haaf mit der 86. Position Nummer 17 im Moment. 6 Minuten hat er noch Zeit, sich hier vielleicht nochmal weiter zu verbessern. Ebenfalls in der Silberklasse unterwegs, genauso wie Peter Lindner. Wenn ich mich nicht täusche, müsste Peter Lindner, der Fünfter gesamt ist, Erster in der Silberklasse sein. Also der hat richtig gut Punkte machen können. Hat, muss ich kurz nachschauen, Gold, Silber, 14 Punkte Vorsprung vor Helder Guerra. Der hat nochmal 2 Punkte Vorsprung vor Daniel Arning in der Silberklasse. Ja, Lindner hat einfach mal 3-mal hintereinander die letzten 3 Rennen den ersten Platz geholt. Nur Sandford im Rennen 1 war es in Anführungsstrichen nur Platz 5. Aber daher, ja, ist er hier auch wieder gut dabei, hier innerhalb seiner Klasse gut mitzuspielen, genauso wie in der Gesamtwertung. Markus Emons, den haben wir auf der 6. Position, 0,7 Sekunden. HQT Halsum Racing, müsste vielleicht von Oliver Braun der Teamkollege sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hier jetzt leider, ja, noch auf einer gültigen, aber keine große Verbesserung. Dann haben wir Thorsten Käser, Black Forest Racing, auch schon eine Zeit gesetzt, in der Bronzeklasse unterwegs, auf der 35. Marius Sana, HQT Hasim Racing, das ist auf jeden Fall Teamkollege, sieht man auch ganz gut an der Livery hier. Auch sehr, sehr schöne Farben, schwarz, rot und gelb, auf der 25, exakt 2 Sekunden hinter der Spitze. Marius Kleine Kalmer, HyperX Racing Luxemburg 2, der Audi mit der 199. Nehme ich mal auch an, dass er nicht rausfahren darf. Müssen 6 Autos sein. Haben auch jetzt 6 Autos, die noch keine Zeit gesetzt haben. Also die werden dann von hinten entsprechend starten. Dominik Freitag, der darf rausfahren. Hat auch schon ein paar Zeiten gesetzt. Das ist das 3. Fahrzeug von Suicide Crew. Die anderen beiden waren ja BMWs. Das hier ist der Porsche mit der 222. Dominik aktuell 4,3 Sekunden hinter der Spitze. Hat auf jeden Fall Jürgen Hofmann aktuell noch hinter sich halten können. Diese Runde wird es leider auch noch nichts mit der Verbesserung. Ist nämlich gerade nicht gültig. Downforce Racing Team mit der 232. Benedikt Gawicek ist das. Lass mich kurz überlegen. War das letztes Rennen, wo er gut unterwegs war? Kurz mal nachschauen. 232. Oder verwechsel ich das mit einer anderen Veranstaltung? War auch gut unterwegs. Jedenfalls hatte dann irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendwelche technischen Probleme. Hier auf der Elbe unterwegs, knapp unter einer Sekunde an der Spitze dran. Dann gehen wir weiter. Patrick Schröter fehlt uns noch. Das ist nochmal Hove Sim Racing. Ja, hier im Honda unterwegs. Die anderen waren ja Audi und
auch ein Honda, glaube ich. Bin gerade ganz sicher. Auf jeden Fall Patrick Schulte auf der 13 ist da, ja, glaube ich, hinter seinem Teamkollegen Matthias Weggel. Ganz, ganz knapp. Eine Zehntel ungefähr. Leider die Runde, aber auch ungültig. Hat jetzt noch, ja, zwei, drei Runden Zeit, um hier nochmal eine Zeit zu setzen. Dann haben wir den Herrn Schindler mit der 305 Projekt New Racing. Gucken wir mal, was er hier auf die Strecke bringt. Platz 15, 1,2 Sekunden Rückstand. Also wir sehen, ja, die ersten 12 sind da innerhalb von einer Sekunde. Wobei man sagen muss, müssen wir gleich mal schauen, da vorne waren die Abstände auch relativ groß zwischen den ersten paar Fahrzeugen. Wir sehen da oben noch Platz 4, Platz 5, auch schon wieder 3 Zehntel. Also, ja, es ist noch enger eigentlich da so in den Top 10 oder Top 15, als es jetzt augenblicklich scheint, wenn man die ersten paar da wegrechnet. Dann haben wir nämlich Lukas Bergott, das sehen wir es jetzt nämlich auf der zweiten Position inzwischen. Hat sich also nochmal eine Position geholt. 75.000stel hinter Daniel Andersen. Stefan Mons, sein direkter Verfolger, nur 25.000stel dahinter. Ja, nochmal 2 Zehntel, dann nochmal fast 3 Zehntel, wie gesagt, also da 3, 4, 5. Chef Ebers da so ein bisschen einsam unterwegs, pace-technisch im Qualifying zumindest. Aber dahinter ist es dann doch sehr, sehr eng. Abstände, ja, die geben sich da nicht allzu viel. Helder Guerra auf der 15 im Moment unterwegs. Helder Guerra, wie gesagt, 6. in der Gesamtwertung, 2. in der Silberwertung. Hat also, ja, auf jeden Fall seinen, oder sein Auftrag wird sein, Peter Lindner irgendwie sich zu schnappen. Und der ist aktuell tatsächlich genau vor ihm auf der 14. Also das bleibt auf jeden Fall in der Silberwertung dann, ja, Stand jetzt zumindest relativ spannend. Wolfgang Busch haben wir im Honda auf der 26. Gentleman Driver. Jan Busch, wie gesagt, hier der M6, habe ich eben schon erwähnt. Auch eine sehr, sehr schöne Livery. Einzige M6, ja, den sehen wir ohnehin sehr, sehr, sehr selten. Also den erkennen wir auf jeden Fall sofort auf der 24 im Moment. Dann haben wir Wippermann Racing mit Dirk Nees, die 787. Auch ein schönes Auto hier. Der BMW M4 auf der 5. Position ist er unterwegs. Also er kann da mal gut mitmischen. Würde ich sagen, 0,6 Sekunden zwar zur Spitze. Also er ist so der, ich sag mal, Lokführer. Alle anderen dahinter. Wie gesagt, da fehlt ja doch ein bisschen was. Gucken wir mal, wie es im Rennen wird. René Moldenhauer fehlt uns noch die 868 RM Motorsport. Sind wir mit der 868 auf der 22. Und dann fehlt uns noch Kevin Jung, der, ich denke, auch mal kein Qualifying fahren darf. Deswegen steht er hier in der Box ohne Zeit. So, so sieht's aus. Haben das Qualifying schon fast hinter uns gebracht. Ein paar grüne Deltas sehen wir hier noch. Wir gehen vielleicht mal zu Matthias Weggel rüber. Der ist inzwischen auf die 12 runtergerutscht ist. Hier ist er, der Audi von Hove Sim Racing. Der hat nämlich 1-2 Zehntel im Delta. Peter Lindner auch. Also der kann sich da vielleicht noch mal ein paar Autos zwischen sich und Helder Guerra packen. Was in der Silberwertung, wie erwähnt, ja, noch mal interessant wäre vielleicht. Aber hier schauen wir mal, ob Weggel nochmal in den letzten Kurven was rausholen kann. Eine Runde kann er nochmal setzen. Eine Minute ist ja noch Zeit. Aber diese Runde leider das nicht nach Hause bringen können. Also hier sehen wir sogar ein rotes Delta. Na, vielleicht plus minus null. Wird aber, ja, keine Verbesserung geben. Sehr, sehr schade. Eine Chance hat er jetzt nochmal. Ich wollte gerade zu Peter Lindner gehen. Der hat aber die Runde gerade ungültig gemacht. In der Schikane, wie wir hier sehen, kriegt das Auto gerade noch so abgefangen. Ja, und damit, ja, müsste das Qualifying sein. Ich behaupte mal, dass er da jetzt keine Zeit mehr setzen dürfte. Dann gehen wir zu Detlef Geb rüber auf der 9. Hove Sim Racing 2, auch auf seiner letzten Runde, gerade in Kurve 2 unterwegs. Wie gesagt, hier werden wir bestimmt einige Cyberside-Action sehen, auch hier durch Kurve 3. Und dann sollte man sich hier halbwegs einig werden. Denn, ja, wie gesagt, hier Kurve 4, der Linksknick, da kann man zu zweit durch. Aber der auf der Außenseite holt sich dann womöglich einen Cut, weil er da zu weit rauskommt. Und dann geht es hier rechts im Berg hoch, relativ früher Apex, dann früh aufs Gas geben, Auto möglichst gerade stellen, sonst kommt einem da das Heck. Also gar nicht so eine einfache Kurve. Und dann eine Schikane, wie gesagt, die, ja, relativ human ist, sage ich mal. Sieht schlimmer aus, als sie ist. Kann man sehr viel Körb mitnehmen. Angefixt, moin moin. So, und hier im mittleren Abschnitt, da kannst du eigentlich nicht überholen. Da bleibst du nur dran und hoffst, dass du vielleicht aus der letzten Rechtskurve dann im mittleren Abschnitt hier gut rauskommst. Nämlich hier bleibt man relativ weit links. Einmal anbremsen, dritten Gang. Hier reinlenken und aufs Gas gehen. Hoffen, dass man sich keinen Cut holt. Und dann kann man vielleicht nochmal da Richtung der Rechtskurve unten angreifen. Hier wird er jetzt durchgelassen, der Kollege. Also Detlef Kiep wird hier keine Zeit mehr setzen, keine Verbesserung mehr. Aber Danny Anwand, der da gerade vorbeiging für Panther GT Racing. Ja, der wird nochmal die eine Zehntel nach Hause bringen. Da könnte er sich den, ja, eben gesehen, Detlef Kiep nochmal holen. Auch Falk Moritz dahinter kann sich vielleicht nochmal verbessern, aber ja, auch nur zeitentechnisch wird wahrscheinlich positionsmäßig bei Position 11 bleiben. So, Anwand, jetzt letzte Kurve, noch mal ein bisschen was verloren jetzt. Also gucken wir mal, zeitentechnisch wird es eine Verbesserung, nicht mal eine halbe Zehntel, aber die Position bleibt ähnlich. Daniel Arning würde uns noch fehlen. Ah, die wunderbare Kamera hier auf Ungaroring.
sieht man die Autos sehr, sehr spät. Sehr schön. Auf der 18 noch, muss man sagen, auch er nochmal 3/10 geholt. Das ist gar nicht mal so wenig. Da, ja, nicht ganz Top 10, aber da könnte er Richtung Top 10 fahren. Und das wäre nochmal locker 5-6 Positionen. Das lohnt auf jeden Fall. Aber auch da letzte Kurve wieder vergeigt und sogar die komplette Runde jetzt. Ah, ärgerlich. Also Daniel Arning hätte nochmal Potenzial gehabt, hier der Silberpilot Richtung Top 10 zu fahren. Remo Kipfer, wo ist der gerade? Auch jetzt hier in der letzten Kurve, also das Qualifying neigt sich so langsam dem Ende zu. Hier 0,2 mal sehen, ob er die letzte Kurve gut hinbekommt, denn der könnte auch nochmal Richtung Top 15 gehen. Ja, müsste sowas werden. Ja, auf die 15 exakt, 1,110 Sekunden. Eta Pinter Lindner, und damit hat er sich zwischen die beiden, ja, Silberpiloten gequetscht hier. Und das war dann auch das letzte Fahrzeug, das hier eine gültige Runde gesetzt hat. Also die 20 Minuten haben wir schon mal rumgekriegt, 43 Fahrzeuge dabei, 37 durften eine Zeit setzen, haben sie auch alle, 47,4 haben wir ganz hinten, vorne haben wir eine 42,965 von Daniel Andersen, die einzige 42er Zeit tatsächlich, ansonsten haben wir 43er bis Platz 12 und 44er bis Platz 26 und dann ja 45, 46, 47. Aber schauen wir auch mal, was die Fahrzeuge hinten machen, die von hinten starten, aus der Box starten müssen durch Strafen. Ob die nochmal gut nach vorne kommen. Ist ja nicht so einfach hier auf der Strecke. So, dann geht's gleich in die Starterstellung rein. Und dann schauen wir nochmal über die Gesamtwertung. Aber erstmal können wir vielleicht nochmal in den Kalender schauen. So, da ist er einmal. Also 10 Rennen fahren wir. Sanford, Donington, Laguna Seca, Watkins Glen haben wir hinter uns gebracht. Heute Ungaro ging. Dann haben wir alle 2 Wochen fahren wir ja in 2 Wochen entsprechend im April. Dann Barcelona, Indianapolis, Olden Park, Paul Ricard und am Ende am 8. Juni nochmal Suzuka. Und dann, ja, ist die zweite Season quasi auch schon wieder um. So schnell geht das hier. Ja, moin. So, dann machen wir mal alles ready. Einen Boxenstopp brauchen wir auch. Oh Gott, ey, mein Schnupfen. So, dann mal in die Kamera und dann gehen wir mal in die Wertung rein. Also hier sehen wir, das ist wie gesagt die Gesamtwertung. Also Gold, Silber und Bronze einmal gemischt. Lukas Berggold 137 Punkte, Stefan Monz 129, die sich jeweils die Siege bis jetzt geholt haben. Dann Jeff Ewerts 99, Chris Heyer 93, Peter Lindner, das ist der erste der Silberwertung hier auf der 5. Position. Und Bronze ist erster Platz 13 hier, also sprich Pierre Brückner mit 50 Punkten, der da... Ja, auch noch ein paar Autos zwischen sich und den 2-Platzierten quasi der Bronzewertung hat. Das wäre nämlich Marius Zahn auf der 20. Alles dazwischen ist Gold und Silber gemischt. Ja, aber im Großen und Ganzen kommt das mit der Einteilung schon relativ gut hin. Also hauptsächlich Gold und Silber ganz vorne. Ja, die ersten 30 bekommen, wie gesagt, Punkte für die Gesamtwertung. Die ersten 12 jeder Klasse bekommen Punkte. Die ersten Punkte jetzt wurden auch schon vergeben. Bei 2 und 1 Punkt für die ersten 3 Positionen beim Qualifying. Also da, ja, haben wir auf jeden Fall ordentlich was zu sammeln. Ja, dann haben wir die Hälfte hinter uns. Und ja, man sehen, Lukas Berggold, Stefan Mons scheinen das unter sich auszumachen. Hatte ich ja schon erwähnt, Jeff Ebert so ein Tickchen weg. Chris Heyer noch und Peter Lindner. Ja, der ist eine andere Wertung, aber trotzdem für die Gesamtwertung relativ dicht dahinter. Dann haben wir zu Platz 6 wieder eine größere Lücke. Mittelfeld ist dann doch sehr, sehr eng, erfahrungsgemäß, naturgemäß hier. Ersten 30 Positionen sehen wir. Sind noch ein paar mehr Autos natürlich. Aber hier sehen wir jetzt die ersten 30 erstmal. Ja, dann würde ich sagen... gehen wir gleich in die Startausstellung. 3 Minuten haben wir noch, eine ganze Einführungsrunde. Und dann geht das gleich los. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Oh, so. Also, Lukas Berggold startet für Racing Quest auf der ersten Position der Ferrari. Dann haben wir den Porsche von Stefan Mons. Also, ja, 1 und 2. Das bleibt wohl zwischen den beiden hier. Schauen wir mal, ob Jeff Ewerts da mitmischen kann im BMW für Hyperlux Racing Luxemburg. Auf der 4. Position haben wir Benedikt Gavlicek im McLaren. Also ein guter Markenmix hier in den ersten beiden Startreihen. Dirk Nees haben wir auf der 5. Position. Chris Heyer startet von der 6 im Honda. Auf der 7 Markus Emons HQT Hasim Racing. Auf der 8. Position der nächste Honda von Detlef Kep für Hovesim Racing ist er unterwegs. Danny Anwand, Panther GT mit der 52 der BMW steht hier gerade auf der Start-Ziellinie. In die Top 10 hat es auch noch Falk Moritz geschafft, der Pilot mit der 46. Dann haben wir den nächsten von Hovesim Racing, das ist Matthias Weggel.
Ah, nochmal auf die 11 gegangen, war ja mal auf der 12 kurzzeitig, also hat sich wohl nochmal ein bisschen verbessern können. Ist hier jetzt also knapp hinter den Top 10 unterwegs. Sein Ziel wird, denke ich mal, sein, da irgendwo ja hinzukommen auf die ersten 10 Platzierungen. Patrick Schröter, sein Teamkollege, startet direkt neben ihm, der Honda auf der 12. Peter Lindner, CTS Digital Motorsport, ist der AMG auf der 13. Auf der 14, da startet Herr Remo Kipfer. Audi von Helder Guerra hat sich auf die 15. Position qualifiziert. Dahinter der AMG von Ludger. Heißt der Ludger? Lutscher? Ludger? Weiß es nicht. Herr Schindler auf jeden Fall. Der AMG Projekt New Racing mit der 305. Dann haben wir den ersten Lambo von zwei Lambos. Freibeuter Racing. Dahinter direkt hier der Teamkollege. Den war immer Nick Kleefeld. Dazwischen hat sich noch ein weiterer Mittelmotor gezwängt. Das ist Daniel Arning, nämlich er im Motorsport. Und dann nochmal Michael Haaf, die 86. Alex Cruz im Honda. Cruise auf der 20, dann haben wir Rudi Geis Intruder Racing Team mit der 57, der Aston Martin startet auf der 21, dann kommen so ein paar BMWs, wenn es auch nicht exakt die gleichen Modelle sind, hier sehen wir nämlich die 666 mit Jan Butch, das ist auch der M6 auf der 22, dann folgen dreimal M4s, Jakob Hausinger unter anderem DOD Racing, Maru Sana und Dani Pai für Suicide Crew auf der 25, Platz 26 die 568 der Honda von Wolfgang Busch. Dann haben wir so Sim Racing nochmal auf der 27, Daniel Hofmann. Peter Buchholz startet daneben im BMW auf der 28. Thomas Scheffert haben wir für Soapbox Racing im AMG dahinter. Team Orgi Oberfranken-Coburg mit der 56, Roman Wagner hat es auch in die Top 30 geschafft. Dann gehen wir weiter zu Philipp Apeltauer. Da ist der, ja, Porsche, nicht so viel Porsche im Feld tatsächlich. Ich glaube, es sind wirklich nur zwei heute, die dabei sind. Alptauer sehen wir hier und dahinter direkt der Markenkollege von Suicide Crew, Dominik Freitag. Der BMW, Thorsten Käser mit der 115, startet von der 33. Hab mir eben nicht schon 3 Minuten Countdown, ob ich irgendwas verpasst, habe ich wohl verguckt. Jürgen Hoffmann haben wir auf jeden Fall auf der 34, hier im ja, schwarzen BMW, weiß nicht, ob die Livery vielleicht nicht habe. Startet auf jeden Fall mit der Nummer 8 auf der 34. Kevin Jung für Projekt New Racing mit der 943 auf der 35. Dahinter Pierre Brückner, Sharky T Racing, ein Aston Martin, Jerome Eckert. Da müssten jetzt so langsam die Fahrzeuge kommen, die keine Zeit setzen dürfen. Haben wir auf jeden Fall auf der 37. Ja, in der Pro-Wertung ist er unterwegs. Also ich denke, da wird er zumindest pace-technisch schneller sein. Ob er dann noch vorbeikommt, ist eine andere Sache. Dann haben wir den Audi von Marius Kleine Kalmer auf der 38. Dahinter ein Aston Martin, Mario Eldery mit der Nummer 7. Platz 40 hat sich geholt Lars Maisack, beziehungsweise hat er sich geholt. Muss von da starten für Suicide Crew. Dahinter der zweite RL Motorsport, Aston Martin allerdings hier auf der 41. 42, Daniel Andersen. BB Racing, auch ein Pro-Fahrer, also der sollte auch ein bisschen nach vorne kommen, wie gesagt, wenn er vorbeikommt. Und dann haben wir Oliver Braun mit der Nummer 3. Noch der zweite McLaren heute im Feld, wird heute von hinten starten. So, sieht's aus, also das waren sie alle. Haben irgendwie, war der Meinung, wir hätten nur 3 Minuten, aber gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ach, Server Restart. Ach so, na gut. Dann hoffe ich, dass jetzt alles funktioniert. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, Wetter sieht ganz gut aus. Schnelle Strecke im Moment noch. Was haben wir denn an Zeit? 3 Uhr nachmittags. Ja, aber Wetter scheint erstmal stabil zu bleiben. Startstellung ist nicht korrekt. Achso, also geht's gar nicht gleich los. Okay, okay. Mann, 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 was ist denn da schon wieder passiert? Wir gehen mal stark von aus, dass wir dann gleich nochmal runter müssen. So, ja, dann warten wir mal ein Momentchen. Gucken wir, ob das jetzt losgeht, ob wir nochmal neu starten. Ja, kann immer mal passieren natürlich. Ja, Rennkalender haben wir uns angeschaut. Ich kann noch mal ein bisschen gucken, was die Ergebnisse sonst so sagen. Warte mal, lass mal kurz vielleicht Bronze. Nee, warte, Gold hatten wir selber. Gucken wir mal ein bisschen durch. Also Peter Lindner haben wir da auf der ersten Position in der Klasse. Wie gesagt, hatte sich hier
Dreimal die erste Position geholt, Helder Guerrera auf der 2, zweimal Platz 3 konnte er sich bisher holen, Daniel Arning, der Dritte der Silberklasse, zweimal Platz 2, einmal Platz 6 und Platz 8. Ja, Matthias Wegger auf der 4 hatten wir erwähnt, auch schon zweimal Podium geholt. Kevin Jung, weiß gar nicht, ist der heute auch dabei gewesen? Müssen wir mal gucken. Der ist, ja, der hat das erste Rennen gewonnen, was in der Silberklasse, und danach leider, ja, ein DNF gehabt und zweimal nicht gestartet. Also da wäre vielleicht auch mehr möglich gewesen, wenn er denn, ja, immer ins Ziel gekommen wäre, beziehungsweise gestartet wäre. Dann haben wir in der Bronzewertung Pierre Brückner auf der ersten Position. Der hat sich Platz 2, Platz 1, Platz 3 und Platz 2 geholt. Also auch immer auf dem Podium. Ist also der Lukas Bergold, der Bronzefahrer sozusagen. Aber Marus Sahner auch nicht schlecht unterwegs. Jetzt gehen sie alle gerade vom Server. Deswegen gehen wir mal kurz ins Studio zurück. So, da sind wir. Wow, Kamera läuft 10 Minuten und fängt schon wieder rumzuspacken, so rum. Ansonsten, was haben wir da noch? Wolfgang Busch auf der 4, ja, der eigentlich auch gut unterwegs war, ein DNS, also einmal nicht gestartet, Platz 2, Platz 1, der ist das Rennen nicht gefahren, also gucken wir mal, ja, ob Wolfgang Busch heute, wenn er mitfährt, nochmal ein bisschen was rausholen kann. Ich muss mal kurz hier vom Server runtergehen. So, warten wir einen Moment hier. Ja, kann noch ein bisschen dauern dann. Dann können wir gleich nochmal durch die Startausstellung gehen, wenn sie denn hoffentlich dann richtig ist, natürlich. So, guck mal, wie schnell der wieder da ist hier. Noch ist er nicht da. Einmal neu starten. So, warte mal. Kann ich euch die Gewertung sonst mal einblenden? Ein bisschen einfacher vielleicht. Warte. Kriege ich gleich hin. Wertung. Ah, hier. So, da seht ihr es einmal. Bisschen besser vielleicht zu sehen, das hier ganz nachzufolgen. Vielleicht sollte ich die mal einfärben, dass man auch sieht, in welcher Klasse ist. Vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, ich kann mal gucken in der Gesamtwertung, wie viele haben denn überhaupt schon mal Punkte geholt. Es gibt ja doch ganz viele Plätze, wo es Punkte gibt. Platz 48 müsste der letzte sein. Auch nur einmal so richtig mitgefahren, wie es aussieht. 3 Punkte nämlich. Ansonsten, ja, Platz 49, Bliss. Oh Gott, ganz, ganz viele Autos auch dahinter. Es waren, glaube ich, gefühlt hier 60 Autos, die schon mal mitgefahren sind. Haben noch keine Punkte geholt, beziehungsweise sind auch zum Teil nur einmal gefahren oder so. Aber ansonsten natürlich die hier regelmäßig punkten. Die sind natürlich auch hier relativ weit vorne mit von der Partie. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man keine Streicher hat. Dann macht so ein schlechtes Rennen oder ja einmal, wenn man nicht mitfährt, natürlich was aus. Aber so muss man alle 10 Rennen ordentlich performen, natürlich ein bisschen Glück haben. Manchmal kann man natürlich nichts für den Unfall oder irgendwas, was mal passiert ist, technischer Defekt. Das ist mal sehr, sehr ärgerlich. Also da muss man auch ein bisschen drauf hoffen und Glück haben. So, dann gucke ich mal. Einmal aktualisieren. Nee, Server noch nicht da. Muss ein bisschen was rumgefummelt werden hier. Ja, gucken wir mal. Also auch hier haben wir eben in der Startaufstellung schon gesehen. Da vorne sind auf jeden Fall auch wieder alle unterwegs, die hier in der Gesamtwertung gut mit dabei sind. Mittelfeld, ja, muss man ein bisschen gucken. Da geht es ja doch deutlich enger hier zur Sache. Auch auf der Strecke pace-technisch hier. Neu-Nüring. Nüring kommt noch nicht zu spät. Dauert ein bisschen, müssen gerade den Server neu starten. Und dann geht das gleich los. Ja, also Mittelfeld immer sehr, sehr eng. Also da ist es trotzdem spannend, auch wenn man vielleicht nicht vorne mitfährt, kann man doch, sag ich mal, seine direkten Gegner, die man im Laufe der Saison vielleicht findet, weil die halt ähnlich schnell sind wie jemand oder wie man selber, nochmal besiegen. Also ein paar Runden sind ja noch zu fahren hier. Ja, Rennkalender haben wir angeschaut, übernächste Woche viel mehr. In 2 Wochen sind wir dann auf Barcelona unterwegs, da wird es mit dem Überholen wieder einfacher werden. Indianapolis bin ich mal gespannt, dann Lauf 7, wie viele dabei sein werden, denn ist jetzt nicht die allzu beliebte Strecke, würde ich sagen. Olden Park bin ich auch sehr gespannt, eine enge Strecke, die Spaß macht, finde ich, ist sehr holperig, also auch relativ anstrengend zu fahren. Paul Ricard dann das vorletzte Rennen, da haben wir ja natürlich die wunderbare lange Gerade, letzter Abschnitt auch immer sehr, sehr gut für Zweikämpfe, also denke, da können wir uns in ein paar Wochen nochmal drüber freuen. Und dann am Ende sind wir nochmal auf Suzuka. Ja, das sind ganz so einfach zu überholen, aber auch immer gut Action da. Eine sehr, sehr traditionelle Strecke. Gaming, moin! Oh Gott, ey. So, guck mal, Server. Nee, wickel noch gerade ein bisschen rum. Die frickeln gerade noch ein bisschen rum.
So, aber wir können mal, warte mal, muss ich auch kurz einrichten, noch was anderes anschauen. Und zwar, wenn ich es gerade finde, naja, hier. Das mal wegmachen. So, ihr seht ja nämlich nochmal den Rennkalender fürs Endo-Rennen, also für die Endo-Serie vielmehr. Gibt es ja bei Hovesim Racing auch. Da müsste das nächste dann am 8. April sein, also in einer guten Woche. Also da steht schon das nächste Hove Sim Racing Event an Silverstone. 6 Stunden, dann 14:30 geht das los. Misano haben wir da ja nochmal. Dann einen Monat später im Mai, im Juni Donington 6 Stunden und am 1. Juli 8 Stunden. Also da hören wir, glaube ich, relativ ähnlich auf mit den beiden Serien. Sprint ist ja die zweite Season. Das Endurance Cup hier, den wir sehen, der ist erst in der ersten Season. Also den gab es letztes Jahr noch gar nicht. Relativ frisch. Auch sehr, sehr gut besucht. Also, ja, wer noch mitfahren will, muss ein bisschen Glück haben. Eine Warteliste gibt es ja. Seht ihr hier im Chat ja gerade die Webseite. Kann man sich auf eine Warteliste eintragen. Genauso wie für den Sprint Cup hier. Also wenn ihr ein bisschen Glück habt und nicht allzu viele mitfahren, dann kann man hier ja, vielleicht nochmal reinrutschen, aber sonst ist das immer sehr, sehr gut besucht, die ganze Geschichte. Also über 40 Fahrer ist doch relativ regelmäßig der Fall, je nachdem natürlich, ja, vielleicht voll am Wochenende mal andere Serien anstehen, andere Endurance-Rennen oder auch natürlich je nach Strecke. Gibt ja so ein paar beliebtere, ein paar unbeliebtere Strecken, aber doch meistens immer sehr, sehr gut besucht. So, Server scheint wieder da zu sein. Ja, wunderbar. Dann gehen wir doch mal wieder rauf. Sehr schön. Achso, muss ich ja erstmal wieder alles neu starten hier. So ist das, wenn man hier alles alleine macht. Alles selber kümmern hier. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Einmal connecten. Und dann können wir eigentlich schon wieder auf die Strecke gehen. Dann sehen wir zumindest mal wieder ein paar Fahrzeuge gleich. So, gehen wir mal wieder rauf. So, wir sehen wir zumindest schon mal ein Auto. Ist das schon mal was? Der hat, glaube ich, gerade keins. Aber ich muss hier eh noch mal kurz das Overlay wieder einblenden. Und dann sollte das gleich wieder losgehen. So, Tower brauchen wir. Dann brauchen wir unten die Lap-Timing und oben noch die Info, falls mal jemand eine beste Runde setzen sollte. Denke ich mal, wird soweit sein bald. So, schauen wir mal ein bisschen von oben hier. So, gucken wir mal, sind fast alle wieder drauf, wie es aussieht. 43. Also, ich denke mal, sollten wir gleich direkt in die Rennsession springen. Und dann können wir nochmal durchgehen. Hoffentlich passt das auch mit der Reihenfolge alles. Und dann geht das hier endlich los. Sollten schon seit ein paar Minuten unterwegs sein. Aber hat sich ein bisschen verzögert, was auch immer da gerade passiert ist. Aber alles Profis hier im Hintergrund. Also, geht dann gleich los. Kann nochmal ganz kurz meine Nase sauber machen. Deswegen bin ich gleich wieder da. Ist ja kaum, wenn ich weg jetzt in die Startausstellung. Sehr schön, sehr schön. So, fahren. Wunderbar. So. Siehst du, vorne hat es nämlich nicht gestimmt, wie es aussieht. Also Daniel Andersen startet von der 1 der BMW. Nicht Lukas Bergold und Stefan Mons. Also er startet von der 1. Dann gucken wir mal. Lukas Bergold aber hier trotzdem von der Partie vorne auf der zweiten Position. Stefan Mons dahinter auf der 3. Dahinter haben wir Jeff Ewerts auf der 4. Oder ich habe Andersen vorhin überlesen. Kann auch sein. Dann haben wir Benedikt Gawicek auf der 5 mit dem McLaren. Auf der 6 Istik Nees. Dahinter Chris Heyer der Honda. Auf der 8 Markus Emuns. Auf der 9 Detlef Keep im Honda. Auf der 10 die 52. Danny Anwandt steht da immer noch auf der Linie. Also ich glaube, ich habe Andersen von einfach mal überklickt. Falk Moritz startet von der 11. Matthias Weggel von der 12. Patrick Schröter von der 13. Peter Lindner auf der 14. Remo Kipfer sehen wir hier, den Schweizer auf der 15. Kevin Jung 16. Dann Herr Schindler dahinter. Nick Kleefeld, der Lamborghini, rahmt hier wunderbar den Ferrari ein von Daniel Arning zusammen mit seinem Teamkollegen Michael Haaf. Auf der 20, auf der 21 der Honda von Alex Cruz, René Moldenhauer im Aston Martin auf der 22,
Auf der 23 Rudi Geis, auf der 24 Jan Butsch, der einzige M6. Dann nochmal der Audi von Helder Guerra auf der 25. Mario Sana dahinter auf der 26. Daniel Peiss, Suicide Crew. Und dann Wolfgang Busch auf der 28. Daniel Hofmann startet auf der Innenseite. Oliver Braun auf der Außenseite im McLaren. Da ist ja auch noch ein McLaren. Peter Buchholz auf der 31. Thomas Schäffert, der AMG für Soapbox Racing. Dahinter der Aston Martin. Roman Wagner mit der 56. Jerome Eckert mit der auf der 34 mit der 31. Dann haben wir dahinter Mario Eldery. Stimmt das so? Eckert hat ja nicht mal eine Zeit gesetzt, Platz 33. Naja, gucken wir mal. Thorsten Käser auf der 35. Philipp Apeltauer, Platz 36. Jakob Hausinger dahinter. Dahinter Dominik Freitag. Jürgen Hofmann startet im BMW mit der Nummer 8. Dann haben wir Pierre Brücken auf der 39. Und Markus Kleine-Keimer auf der 40. Sowie Lass Meisack. Nee, scheint doch nicht zu stimmen. Nee, scheint nicht zu stimmen. Scheint nicht zu stimmen. Nee, haben wir schon fast gedacht. Oh, Junge, Junge, meine Kamera. Problem ist, ich kann mir vielleicht noch eine bessere Webcam kaufen, aber eine Kamera kostet dann nochmal so viel mehr. Ich glaube, eine komplette Kamera ist dann schon fast wieder ein bisschen overpowered. Dafür, dass man sich gar nicht so oft sieht und nicht so groß vor allem. Aber, ja, kann ich mir nochmal überlegen. So, gut, dann gehen wir nochmal runter. Zack. Dann warten wir noch einen Moment. Ja, Server sind wieder weg. Startup-Start hat wohl noch nicht gestimmt. Habe ich mich nicht getäuscht. Habe mich schon gewundert, warum der Jerome da auf der 33 startet. Müsste ja einer der 6 sein, die da keine Zeit gesetzt haben. Deswegen müsste er eigentlich mindestens 37 sowas sein. Aber da wird noch mal ein bisschen rumgefriemelt. Jo, schauen wir mal. Ja, Samstag schauen wir mal, ob wir da vielleicht Le Mans streamen, überlege ich zumindest, bei R-Faktor, bei LFM, dann 4,5 Stunden stehen da ja an, mit dem Hypercars, mit den LMP2s und mit den GT3s, muss mal ein bisschen gucken, bin da gerade ein bisschen am Rumprobieren, denn ja, mit der Informationsbeschaffung während des Rennens gar nicht so einfach bei R-Faktor 2, da gibt es zwar ein schönes Broadcasting-Tool, kann man so schön die Kameras hin und her schalten und sich Zeiten anschauen, wäre natürlich auch mal interessant zu sehen, ja, wie viel Plätze gewonnen hat, funktioniert irgendwie auch nicht so ganz, habe ich den Eindruck, oder ja, wer wie lange draußen ist, wer da mal zum Boxenstopp kommen muss, bin ich gerade ein bisschen am Rumprobieren, dass wir da auch ja ein paar Infos dann bekommen, ist ja ganz interessant bei so einem Endurance-Rennen. Und ja, gucken wir mal, ob wir das machen. Ansonsten muss ich mal gucken, wann geht das da am Samstag los? Müsste irgendwann nachmittags sein. Mal kurz schauen. So, Le Mans geht los am Samstag 15 Uhr mit dem Qualifying oder beziehungsweise freies Training nochmal kurz, dann 20 Minuten Qualifying und dann ja kurz nach 3:30, denke ich mal, geht es dann ins 4,5 Stunden Rennen rein. Aber wie gesagt, müssen wir mal schauen. Kann ich noch nicht ganz hundertprozentig versprechen, aber hätte ich zumindest mal Bock drauf. Nordschleife haben wir uns ja auch schon ein paar Mal angeschaut, auch ganz nett zu gucken, auch wenn das da, ja, zweikampftechnisch, ja, je nachdem, nicht ganz so intensiv ist, sage ich mal. Zieht sich da ja noch ganz gut auseinander, während das Server schon wieder da ist. Sehr schön. Und dann hoffen wir mal, dass jetzt hier alles funktioniert. Kommen jetzt wieder alle nach und nach hier auf den Server drauf. Derweil muss ich mal wieder hier alles einstellen. Ups, das war das Falsche. Das war das Falsche. So. Da kommen sie alle nach und nach wieder rauf. Lap-Timing brauchen wir auch wieder. Und Best Lap. So. So, drücken wir den Daumen, dass das hier alles funktioniert. Nee, Quali wird nicht wiederholt. Das machen die von Hand jetzt, die Entry-List, denke ich mal. So, Race Gas brauchen wir. Brauchen wir Mandatory Pitstop. Nee, sonst wären wir ja gar nicht mehr fertig heute, glaube ich. Das wäre es ja noch. Nee, das kann man ja manuell alles einstellen. Also theoretisch brauchen wir gar kein Qualifying fahren. Kannst du ja in der Entry List einfach sagen. Doch wiederholt. Wir haben noch Termine, Leute, hier. So Überstunden machen.
Aber theoretisch, oder was heißt theoretisch? Jedenfalls kann man über die Entry-List auch sagen, wer wo startet. Ist ja für Multiclass ganz interessant, wenn man quasi innerhalb der Klassen nur starten möchte und sich das nicht vermischt. Zum Beispiel bei GT3s und dem Cup Porsche, die sind ja je nach Pace doch ja, mal schneller, mal langsamer. Aber wenn man nicht möchte, dass die Cup Porsche und GT3s gemischt starten, dann kann man das über die Entry-List natürlich auch einstellen, dass dann die Klassenfelder ja separat voneinander starten können. Dementsprechend würde das gehen, aber schauen wir mal, ob es da nochmal ins Qualifying reingeht. 10 Minuten, okay. Ah, okay. Also 10 Minuten Qualify machen wir noch. Wird nochmal, ja, sehr spannend. Mal gucken, ob die jetzt hier mit verschärften Bedingungen, sage ich mal, nochmal eine gute Runde hinlegen können. Denn 10 Minuten ist nur die Hälfte der Zeit. Und wie gesagt, es ist ja relativ viel los auf der Strecke. Also da muss man noch schneller eine gute Runde hinbekommen. Das heißt, die werden da relativ zügig alle auf einmal rausfahren. Das wird sich gut stauen da. Schauen wir mal. Ja, wer das da jetzt vorne gedeichselt bekommt, vielleicht wirft das ja mal ein bisschen was durcheinander. Wäre vielleicht da gar nicht so schlecht fürs Rennen. Mal schauen. Aber gucken wir gleich mal, wenn es dann hier gleich losgeht. Gucken wir, ob schon alle drauf sind inzwischen. 42, einer dürfte theoretisch noch fehlen. Aber soweit, jawohl, geht es jetzt in Qualifying, sollten alle drauf sein. Und damit, ja, muss der Urwald nochmal kurz ändern. Hier machen wir wieder und Session Best Relative machen wir rein. Ja, und dann sehen wir es da. Kommen sie alle raus jetzt hier nach und nach. Gut, dass es keine Kollisionsabfrage in der Boxengasse gibt, wie bei R-Faktor zum Beispiel, wenn sie alle über den Haufen fahren. Da wäre ich auch gespannt dann Samstag, wenn wir uns das anschauen sollten, wie das da wird. Werden ja relativ viele Fahrzeuge sein auf Le Mans. Passt ja ordentlich was drauf. Ist ja, lang ist die Strecke? 14 Kilometer, meine ich. Irgendwas um den Dreh rum. Also passt ordentlich was drauf. So, gucken wir mal, wer ist hier denn hier so der Erste, der jetzt rausgefahren ist. Peter Lindner war der Erste hier, der wäre am schnellsten oder am weitesten vorne gestanden vielleicht. Er hat also die Möglichkeit, hier mit der freien Fahrt die erste Runde zu setzen. Wir sehen es auf der Karte, alles nach und nach. Das heißt, es wird sich da in der letzten Kurve gleich richtig, richtig stauen. Kommst du erstmal, ja, einige Sekunden zum Stehen im Moment. Und dann gucken wir mal, was das Ergebnis nachher sagt. So, Strecke auch nur auf schnell. Also gucken wir auch mal, ob es nochmal optimal springt in ein paar Minuten. Ja, kaum sage, es geht so optimal. Also daran wird es nicht direkt liegen, auch wenn es natürlich innerhalb des optimalen Bereichs, wenn es dann schon die ersten Überholmanöver gibt, nochmal ein paar Abstufungen gibt. Also da wird es auch gegen Ende vielleicht nochmal ein Tick schneller sein. Ein bisschen grippier als jetzt vielleicht bei so vielen Autos. Also ich denke, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass die allermeisten sogar fast die 10 Minuten versuchen durchzufahren. Nicht unbedingt hier irgendwie zweimal 4 Minuten oder sowas rausfahren. Denn, ja, muss auch erstmal die Reifen warm kriegen, ein, zwei Runden. Da geht auch schon mal wieder Zeit drauf. Und dann musst du Glück haben, dass du freie Fahrt hast. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die meisten jetzt hier draußen bleiben. Und, ja, jetzt hier möglichst versuchen, eine gute Runde zu setzen. Wir schauen mal dahinter. Staut sich schon so ein bisschen auf. Manche warten schon ein bisschen früher. Aber ich denke, das lässt sich fast nicht vermeiden, dass es hier etwas staut. Lindner jetzt hier auf der schnellen Runde unterwegs. Machen wir doch mal eine Runde mit. Hoffe, der Sound ist laut genug. Kurve 1 hier, beste Überholmöglichkeit. Relativ breit, wie wir sehen. Kann man schön reinbremsen, rausbeschleunigen hier, sehr viel Curb mitnehmen. Dann geht es hier, ja, Richtung Kurve, ich weiß gar nicht, ob das Kurve 3 oder 2 offiziell ist, aber ich glaube 2 anbremsen. Hier geht es wieder bergab, da kommt man leicht ins Überuntersteuern. Sehen wir hier zum Beispiel damit die Runde leider unglücklich bei Peter Lindner. Ah, schade. Dann gehen wir mal zum Fahrzeug davor. Das ist nämlich der Benedikt Davicek. Der nimmt uns mal mit. Also Kurve 3 geht dann Vollgas. Der Rechtsknick. Hier schön links halten. Kurz anbremsen. Dritten Gang. Schön über den Curb rüber kann man hier nicht zu weit rauskommen. Sofort links rüber anbremsen. Hier, na, Apex nicht ganz bekommen. Relativ früher Apex. Früh raus beschleunigen. Gerade raus. Hier wieder den Berg rauf. Richtung Schikane. Hier sollte er auch relativ viel Curb mitnehmen können. Auch mit dem McLaren. Jawohl, da geht's schön ruhig durch und dann geht's in die Sektion, wo man sehr viel, ja, Rhythmusgefühl braucht. Einmal links, relativ links halten, auch die Kurve braucht man sehr viel Geduld, nicht zu früh aus Gas gehen, sonst kommt man zu weit raus. Dann geht der Linksknick, Vollgas hier, links halten, anbremsen, dritten Gang, reinlenken, wieder aus Gas gehen, hoffen, dass man sich kein Cut holt, wie gesagt, sieht aber bis jetzt ganz gut aus bei Kavicek. Runter den Berg, runter wieder, Anfang, Curb, anbremsen, erster, zweiter Gang, je nachdem, erster Gang hier mit dem McLaren. Rechts rum, auch nochmal eine halbwegs gute Möglichkeit zum Überholen. Und dann ist man schon wieder in den letzten beiden Kurven unterwegs. Eng, eng, eng halten. Auch hier wieder ganze Streckenbreite ausnutzen. Da rechts geht es in die Box rein. Links hier kurz nach dem
Posten, nach dem Streckenpostenhäuschen da anbremsen und dann geht's in die Rechtskurve rein, auf die Stadtzielgerade. Ist schon mal eine gültige Runde. Schauen wir mal, 1,44,1, da wird noch ein bisschen was gehen, aber die Reifen sollten ja erst gleich so halbwegs warm werden. Aber Gavicek holt sich erstmal Position 1, Dirk Nees auf der 2, 3, Jeff Ewerts jetzt über die Linie auf der 2, eine Zehntel Rückstand. Hier mit einer, was ist da gefahren? 1,44,1. Ja, gucken wir mal. Eben hatten wir ja knapp eine 42er, sonst 43, 44er hauptsächlich. Gucken wir mal, ob das hier auch den ja, kurzen, knackigen Qualifying auch so wird. Da kommen sie alle rein, die Zeiten. Jetzt Stefan Mons auf der 1 mit seinem Porsche. Apex Racing Luxemburg 1, 44-0. Gavicek also damit eine Position runtergerutscht. Mal sehen, da kommen sie jetzt wieder alle nach und nach über die Linie. 17 Autos haben wir jetzt schon mal mit der gültigen Zeit nach der ersten Runde. Ja, wie gesagt, paar Autos in der Box, die nicht fahren dürfen. Alle anderen sollten so weit draußen sein. Ja, gibt es so ein paar Autos, die sogar ganz gute freie Fahrt haben. Kommen wir mal hier bei der 57 gleich rein. Rudi Geist, der hat da Vorsicht quasi ein, aber der ist auf keiner gültigen. Also wenn er aufläuft, dann wird da, denke ich mal, Platz gemacht werden. Ansonsten hat er vor und hinter sich erstmal sehr viel Ruhe. Hat noch keine Zeit gesetzt, ist gerade dabei, aber eine zu setzen. Gucken wir mal, ob der BMW noch vorbeilässt oder ob er selber jetzt auf eine Runde geht. Ja, ich denke, da wird Rudi Geist jetzt nicht direkt vorbeikommen. Ist natürlich ein bisschen blöd für die nächste Runde, denn dann ist der BMW auf einer gültigen. Da wird er dann keinen Platz mehr machen unbedingt. Aber gucken wir mal, Rudi Geist wird das erstmal nach Hause schaukeln, die Runde. Und dann guckt er mal, ob er vielleicht diese Runde ein bisschen Platz lässt und dann nächste Runde nochmal angreift und danach vielleicht nochmal eine Runde setzen kann. Jetzt aktuell geht's auf die 16, 1,8 Sekunden Rückstand. Hat er hier 1,45,925 ist er gefahren. Das wird er hinter dem BMW herfahren. Gucken, ist das? Das ist Jürgen Hofmann hier, der Bronzefahrer mit der Nummer 8. Ja, schauen wir mal, schaut mir, dass Rudi Geist ein bisschen besser rauskam. Ja, macht schon mal direkt Lichthupe Wilder vorbei, aber Hofmann ist auch auf einer gültigen Runde. Also der wird da jetzt nicht unbedingt einfach rechts ranfahren, auch wenn er weiß, dass er vielleicht langsamer ist. Mal gespannt sein, wie die sich einig werden. Ansonsten Rudi Geist hat nach hinten, wie gesagt, ein bisschen Luft. Da lässt er auch gerade, wie wir sehen, und kann dann gleich wieder mal angreifen. So, der war Lukas Berghold auf die 1 gegangen. 43,6, also die haben nochmal ordentlich die Zeiten runtergedrückt. Da jetzt die nächsten Piloten, Stefan Mons auf der 2, eine Hundertstel dahinter, Jeff Ewerts. Also wir sehen auch da, ähnlich eben in der Aufstellung, alle mit vorne dabei, bereits nach den ersten gezeiteten Runden. Benedikt Gavicek inzwischen auf die 4 runtergerutscht, 13 hat er Rückstand, dann die Anwand aktuell auf der 5. Und ab da wird es schon wieder ein bisschen enger, was das Ganze angeht hier. Aber da wird es, denke ich, auch bis zum Ende des Qualifyings relativ viele grüne Datas geben. So viele Runden kann man ja nicht setzen. Wir sehen hier gerade Arning plus minus 0 jetzt in die Schikane rein. Quark Moritz, der BMW, 0,2 Sekunden. Also Top 10 scheint möglich zu sein. Guck mal, wie viele Zeiten haben wir jetzt. Die ersten 32 haben jetzt schon mal eine Zeit gesetzt. Dahinter kommen noch so ein paar, 1, 2, 3, 4 Autos noch, die eine Zeit setzen dürften. Alle anderen 6, die da noch sind, die dürfen ja nicht rausfahren. Also ich denke mal, dass wir von allen eine Zeit bekommen. So, jetzt ist er hier schon im letzten Abschnitt jetzt unterwegs. Da war der Strich. Jetzt geht es in die letzten, ja, 3 Kurven sind das ja nur tatsächlich. Im letzten Abschnitt. Einmal der Rechtsstick und dann links und rechts rum. Und dann gucken wir mal, ob er die, ja, fast halbe Sekunde noch nach Hause bringen kann. Das wäre wieder ein Top-10-Ergebnis hier. Ja, manche werden vielleicht sich jetzt deutlich verbessern können oder eine bessere Position abgreifen können als eben. Vielleicht hat es eben nicht so funktioniert. Jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr Glück. Oder, ja, trifft einfach die Runde mal besser. Andere dafür, ja, denken sich so ein Mist, eben so eine gute Runde hinbekommen. Jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Werde vielleicht ein bisschen weiter hinten starten. Aber, ja, schauen wir mal. Jetzt hier auf die 4 sogar gegangen. Also locker aber Top 10. 0,37 Sekunden hinter der Spitze. Berghold in der Box. Kommt nochmal raus. Also der hat sich tatsächlich nochmal anscheinend frische Reifen geholt. Ah, hat ein gutes Timing erwischt. Sieht gerade nicht so aus. Da kommen jetzt natürlich ganz viele Fahrzeuge, die auf einer gültigen Runde unterwegs sind. Muss er mal gucken, ob er hier eine Lücke findet irgendwo. Vielleicht hinter der 74. Aber dann hat er auf jeden Fall nur eine Runde nochmal Zeit, sich zu verbessern. Guck mal, Stefan Mons. Der ist jetzt im zweiten Abschnitt gleich unterwegs. Der ist also wohl nicht reingefahren. Der bleibt also draußen. Und Andersen jetzt nur wieder mit der besten Zeit hier, 43,467. Ah, nähern uns so ein bisschen der Zeiten an. Also wie gesagt, 42,9 war ja die Bestzeit vorhin. Sonst 43,44er Zeiten, aber auch hier wieder, ja, ungefähr die Top 10. Ein bisschen mehr sogar innerhalb von einer Sekunde. Vielleicht sollten wir zukünftig immer 10 Minuten machen. Wie viel knackiger. So, wer ist noch sehr, sehr gut unterwegs? Gavicek auf jeden Fall, der McLaren 0,3.
Ja, jetzt ist es enger als vorhin, ne? Also da hatten wir so die ersten 1, 2, 3 so unter sich. Platz, ja, 3, 4, 5 waren jeweils so ein bisschen auseinander. Ab Platz 6 war es dann erst wieder richtig eng. Aber hier, ja, verteilt sich sogar ein bisschen gleichmäßiger auf den ersten Positionen im Moment. Aber sonst von den Namen her ist es doch relativ ähnlich wie eben. So, Gabicek nimmt doch mal eine Zehntel aus der Runde mit. Auch er geht jetzt auf die letzte Runde, Platz 6. Gucken wir bei Markus Emunds mal rein. Der ist auch gerade in den letzten Zügen dieser Runde. Auch er wird noch mal eine Runde setzen können. Dahinter ist Lukas Berghold, der auch noch einen letzten Versuch hat, da wirklich wieder auf die 1 zu gehen. Daniel Andersen, ja, hat immerhin 0,15 Sekunden Vorsprung. Aber Berghold Monster wieder ganz dicht zusammen. Eine Hundertstel nur Unterschied. So, Markus Emunds 0,4 Sekunden nochmal rausgeholt. Damit Platz 7. Detlef Kep gerade erst die Runde begonnen. Gucken wir mal bei Nick Kleefeld rein. Der ist noch mittendrin im Geschehen. Ein bisschen Gras da mitgenommen. Jetzt muss man mal gucken. Ah, da ging es am BMW vorbei. Ist noch gültig. Aber ich könnte sein, dass er ein bisschen Schwung vielleicht verloren hat. 0,6 Sekunden. Also da wäre noch mehr Potenzial vielleicht drin gewesen. Zumindest rein optisch sah das danach aus. Aber irgendwo muss der BMW natürlich auch hin. Aber Nick Kleefeld hält hier ungefähr die halbe Sekunde. 0,6, vielleicht mal 0,7. Schauen wir mal hier, geht auf jeden Fall dann auch, ja, Richtung Top 15. Ein paar Positionen wird er nochmal gut machen können. Ah, 0,4, 0,5, also Ausgang scheint ganz gut getroffen zu sein. 0,6, jawohl, also da geht es nochmal ein gutes Stück nach vorne auf die 12. Rudiger ist eben noch gesehen, schon wieder ein bisschen Verkehr hier. Hat er jetzt schon wieder auf den BMW aufgeholt anscheinend. Eieiei. Natürlich super ärgerlich, da lässt du schon Platz und dann holst du trotzdem auf. Aber so ist das halt, ja, wenn man so ein großes Starterfeld hat, da sind die Pace-Unterschiede groß und Rudi Geis, ah, hätte sie noch verbessern können, deutlich auf jeden Fall. Also er dürfte einer der Pechvögel sein, würde ich mal fast sagen. Da waren ja noch einige Zehntel im Delta. Also wird hier maximal von der 30 starten, sehr, sehr schade. Er hat sich da sicherlich geärgert gerade. So, dann kommen wir bei Detlef Kep rein. Der bringt ja nicht so viel mit. Einen Zehntel, wenn es hochkommt, wird er jetzt keine Riesensprünge mehr machen. Aber Platz 8, denke ich, wenn es ungefähr dabei bleiben sollte, ist ja auch kein schlechtes Ergebnis. Platz 6 sogar, hat nochmal ein, zwei Autos hinter sich bringen können. Aber schauen wir mal vorne, Stefan Mons über die Linie, jetzt 5.000 an Andersen gescheitert. Also Platz 2 wird es hier maximal. Berghold kommt jetzt auch über die Linie, das wird ihn nochmal interessieren. Und der wird sich hier die Pole Position auf jeden Fall im Moment holen mit einer 43.280. Andersen, gucken wir mal, jetzt auch in den letzten Zügen. Auch auf absolut schnellster Runde unterwegs. Also schon wieder die ersten drei doch wieder ein bisschen unter sich jetzt. Also Chris Heyer auf der 4. Hat nochmal, ja, ein bisschen mehr als 2 Zehntel Abstand zum Podium. Aber wir sehen auch, wenn es Qualify ein bisschen kürzer ist, können sie ihre Leistung abrufen. Also vorne hat sich, glaube ich, gar nicht so viel getan. Oh, reicht nicht. Berghold bleibt auf der 1. Wird also von der 1 starten, wenn ich das jetzt mal so wahrscheinlich behaupten darf, weil kaum noch einer unterwegs. Also Andersen auf der 2, Mons auf der 3. Wer ist denn noch unterwegs? Unterwegs sind noch ein paar, aber nee, doch nicht mehr. Wollte gerade sagen, keiner mehr auf eine Verbesserung zumindest. Das heißt also, Lukas Berghold, der Führende der Gesamtwertung, wird dann auch hier von der 1 gleich starten. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt mit der Startausstellung alles funktioniert. Dann kann das Rennen nicht mal losgehen. Schon eine Stunde online und immer noch keine Rennaction gesehen. So kann man Abend natürlich auch verbringen. Aber ja, 21 Uhr haben wir jetzt gleich, also starten zur vollen Stunde immerhin, das ist auch mal was Gutes. Und dann werden sie jetzt hier alle schön in die Box fahren, sollte ja keiner mehr unterwegs sein, sind schon fast alle drinnen. Andersen fährt noch rein, Mons fährt noch rein, Chef Ewerts gleich drin und Emunds. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Wettereinstellung ist. So ein Server-Neustart kann das Wetter ja auch mal durcheinander bringen. Aber ich glaube, es war jetzt relativ ähnlich wie eben. Gucken wir gleich mal, ob irgendwie überhaupt andersweise Regen möglich wäre. Ne, sieht gerade sehr sonnig aus sogar. Ja, relativ sonnig. Aber die Temperaturen sind ähnlich. Optimale Strecke sogar. Jetzt haben wir aber 5 Minuten hier Zeit. Und ja, dann können wir gleich nochmal wieder durch die Startausstellung gehen. Haben wir heute noch nicht so oft gemacht. Und ja, packen wir die Manufakturen rein. Race Gaps, Boxenstopp. Dann werden wir damit schon mal gewappnet soweit. Dann machen wir nochmal hier die letzten 3 Runden rein. Replay haben wir auch eingestellt. Wunderbar. So, dann drücken wir den Daumen, dass es funktioniert. Lukas Berghold, Best of Man, moin moin. Auf der ersten Position mit der 501 Racing Quest.
Daneben Daniel Andersen, WB Racing. Dahinter der erste Verfolger, die Nummer 33, Stefan Mons. Also beide auf der Innenseite gleich für die erste Kurve. Chris Heyer startet von der 4. Jeff Ewerts startet dann von der 5. Position. Also hier haben wir doch nochmal ein deutlich durchmischteres Feld, oder was heißt Feld, markentechnisch auf jeden Fall hier vorne. Da haben wir nochmal ein Honda von Detlef Kepp auf der 7, auf der 6 meine ich. Auf der 7 haben wir dann Dirk Innes, Wippermann Racing, AKTH Sim Racing, haben wir den Porsche mit der 91. Ja, zwei Porsche in Top 10 jetzt sogar, sind ja nicht so viele dabei, aber hier, ja, zwei Porsche dabei, Honda haben wir dabei, McLaren haben wir gleich auch nochmal, BMW, Ferrari, also ja, da haben wir eine gute Abwechslung. Benedikt Gavicek haben wir auf der 9 jetzt. Dann haben wir Falk Moritz auf der 10 mit der 46. Er ist jetzt derjenige, der auf der Startlinie steht. Danny Anwandt, ich weiß gar nicht, war er, dass er von da stand. Also scheint hier auch in der Region unterwegs zu sein, wo er eben auch war. Nick Lehfeldt, ja, wurde ein bisschen von seinem Teamkollegen getrennt. Michael Haaf nur auf der 21. Also die waren da ja auch relativ dicht hintereinander. Matthias Weckel auch ein Tick weiter hinten als eben im Audi. Daniel Arning, der Ferrari, der vorhin ja von den beiden Lambos eingekesselt war, hat sie auch ein bisschen ja loswerden können, in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Lambo von Kefeld ist ja direkt vor ihm. Dann haben wir Schindler im AMG, genau, auf der 15. Patrick Schröter im Honda auf der 16. Dann Elder Guerra, der Audi-Pilot, HyperX Racing Luxemburg 2 auf der 17, auf der 18 Remo Kipfer, der BMW, dann haben wir den M6 von Jan Butch auf der 19. René Moldenhauer startet für RM Motorsport mit der 868 auf der 20. Da ist der besagte zweite Lamborghini von Freibeuter Racing Team, Michael Haaf. Ja, mal gucken, ob er zu seinem Teamkollegen findet, in der Silberklasse unterwegs. Also im ersten Qualifying konnte er ein bisschen schneller, wenn ich mich jetzt nicht ganz getäuscht habe. Peter Lindner, CDS Digital Motorsport auf der 22. Ja, auch sehr gut beschriftet hier das Fahrzeug. Steht da vorne drauf? Ah, ein Herz, ein Kopf, ein Team. Sehr, sehr schön. Dann haben wir den DOD Racing BMW von Jakob Hausinger auf der 23. Daniel Pei startet von der 24, Suicide Crew. Daneben Hove Sim Racing in Person von Daniel Hofmann im Audi, Wolfgang Busch im Honda auf der 26, Mario Sana auf der 27, Alex Cruz, den haben wir auf der 28 dahinter, dann haben wir noch Roman Wagner, Team Oggi, Oberfranken-Coburg in einem grünen Aston Martin, Oliver Braun, der nächste McLaren mit der Nummer 3, AKTH Racing auf der 30, ja, Rudi Geist, der wird sich wie gesagt auf jeden Fall ärgern. Könnte sein, dass es noch den einen oder anderen gibt, der sich auch ärgern wird, aber haben wir ja gesehen. Er hat ein bisschen Pech gehabt da mit dem Verkehr am Ende. Da dürfen wir noch ein bisschen was, denke ich, erwarten im Rennen. Peter Buchholz dahinter die 32, Platz 32, die Nummer 5. Thomas Geffert startet im AMG von der 33. Dominik Freitag, Suicide Crew auf der 34. Philipp Appeltauer auf der 35. Also 4 Porsche tatsächlich doch im Feld. Jürgen Hofmann, die Nummer 8. Ja, der da für Rudi Geist gefahren ist, eben auf der 36. Mario Eldery dürfte keine Zeit gesetzt haben auf der 37. Genauso wie Kevin Jung dahinter. Auf der 39 Marius Kleine-Kalmer. Jerome Eckert auf der 40. Pierre Brückner auf der 41. Und Lars Maisack weiterhin auf der 42. Damit müsste ein Auto, glaube ich, fehlen. Keine Ahnung. Ja. Aber 42 Autos sollten, denke ich, reichen hier für das Rennen. So, ja, eine Minute, ein bisschen weniger haben wir noch. Da geht es in die Einführungsrunde. Jetzt hat es hoffentlich alles funktioniert. Mit irgendwie, keine Ahnung, halbe Stunde später geht es dann jetzt ins 5. Rennen rein beim Hove Sim Racing Cup der Season 2 hier. Ja, 24 und 30 Grad Strecke haben wir hier optimal. Und ja, sieht nicht nach Regen aus hier. So, wir sehen, die machen sich alle bereit. Und wir, ja, starten gleich nochmal oder starten gleich ins Rennen. Ich trinke nochmal was und dann geht's auch in die Einführungsrunde. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, 3 Sekunden noch, dann geht's in die Einführungsrunde. Lukas Bergold wird das Feld hier anführen. Bestplatzierter, ja, logischerweise bestplatzierter Ferrari. Daniel Arling haben wir noch auf der 14 mit dem Ferrari. Aber sonst ja ein ganz, ganz durchmischtes Markenfeld hier. Da, die Fahrzeuge wurden ja am Anfang der Saison gewählt. Also da ist mit Cherrypicking jetzt eher nicht so, würde ich mal sagen. Da muss man sich das vornherein überlegen, welches Fahrzeug man fahren möchte. Der Kalender ist ja für gewöhnlich schon vorher bekannt, behaupte ich jetzt mal. Also da kann man sich dann überlegen, welches Fahrzeug man fahren möchte, ob man seins fährt, was man immer fährt. Manche haben ja 1, 2, 3 Fahrzeuge, die sie regelmäßig fahren. Manche haben nur eins.
Aber hier, Bergholt, glaube ich, ja, seit geraumer Zeit im Ferrari unterwegs und das ja auch nicht ganz unerfolgreich. Unter anderem auch hier bei Hove Sim Racing. Ja, Zusatzgewichte gibt es übrigens auch für die ersten drei. Also mal kurz gucken, wie viel waren es. Für Platz 1 25 Kilo müsste dann ohne kurzen, gucken, Lukas Bergholt sein. Genau, der hat 25 Kilo drauf. Platz 2 15 Kilo. Das ist dann Stefan Mons und Jeff Ewerts auf der 3. Hier auf der 5 gerade platziert. Müsste auch 5 Kilo extra drauf haben. Na, gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Also, ja, trotz der Kilos fahren sie da vorne doch untereinander sich die Punkte ein und die Podiumsposition. Gibt wenige, die da auch mitmischen können noch. Aber muss da vorne schon ein bisschen was passieren. Irgendwie ein ausfalltechnischer Defekt oder ja, irgendwie Strafen, dass man nach hinten gespült wird. Ja, tut hier besonders weh auf der Strecke, kommt ja nicht so einfach vorbei. Und Cuts kann man sich holen, haben wir vorhin ja schon mal festgestellt, dass man sich auch mal hier eine DT holen kann innerhalb der einen Stunde. Also heißt es auch hier strafenfrei bleiben, sonst wird man nach hinten gereicht. Vor allem am Anfang des Rennens natürlich. Und dann wird es schwierig, nach vorne zu kommen wieder. Ja, ein Fahrzeug wird auf jeden Fall aus der Box starten. Das ist nämlich der Lars Maisack. Der wird dann gleich dem Feld hinterherfahren. Ja, kann gar nicht, oder muss gar nicht so schlecht sein, wenn da was passiert. Hat er auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit, da zu reagieren. Beziehungsweise wahrscheinlich hat sich der Unfall schon wieder aufgelöst, wenn er da ankommt. Und dann kann er vielleicht sogar schon ein paar Positionen gut machen, wenn es eine größere Beschädigung vorne geben sollte. So, geht schon mal in die Helicam. Demnächst geht's hier, ja, in die Zweierformation rein. Ich glaube, nach der nächsten Rechtskurve ungefähr müsste es losgehen. Und dann starten wir ins fünfte Rennen endlich rein. Mit dezenter Verspätung. Also, verpasst habt ihr noch nichts. Ah, geht langsam los hier. Also, Zweierformation wird eingenommen. So, schauen wir hinten. Ja, kommen sie noch angeheizt hier. Ganz, ganz schnell hinterherkommen. Aber sollte mehr als genügend Zeit sein, um sich da noch anzuschließen. Ich hoffe, da kommen alle noch auf die Startzielgerade. Die Linie kommt ja gar nicht so spät, muss man sagen. Aber in zweier Formation geht schon mal. Wir springen wieder nach vorne. Da ist man schon in der letzten Kurve. Lukas Bergholt, Daniel Andersen, Stefan Mons, Chris Heyer. Das sind die ersten vier hier. Bergholt, Mons sind die Führenden oder die ersten beiden Platzierten in der Gesamtwertung. Auf der Innenseite jeweils. Ja, wir sehen da das Team von HyperX Racing mit 4 Autos da in den ersten 5 Positionen vertreten. Aber jetzt geht es endlich los hier nach 1 Stunde 13 Streamzeit. 1 Stunde auf Mugaoring Rennen 5. Und Andersen kommt da relativ gut weg auf der Außenseite. Auch auf der Innenseite Stefan Mons, der Porsche natürlich. Kann sich da gleich mal an den Ferrari ranhängen. Überlegt da, kann er irgendwie vorbeigehen. Auf jeden Fall geht Andersen erstmal in Führung ganz außen rum. Jetzt Stefan Mons versucht sich da, ja, zumindest am Ferrari mal vorbeizudrücken. BMW geht auf die 1. Mal gucken, ob der Porsche sich da neben den Ferrari noch halten kann. Vielleicht für die nächste Kurve da oben im Hintergrund sehen wir. Scheint alles erstmal ganz gut gegangen zu sein. Und Lukas Bergholt geht natürlich auf die Verteidigungslinie hier, um zumindest den Porsche außen zu halten. Hat funktioniert, also Bergholt eine Position verloren, aber immer hat Stefan Mons hinter sich halten können. So, Emons in der Side-by-Side, da gibt es die Berührung mit Nees, der kann das Auto abfangen, aber Emons hat es jetzt da getroffen. Wo ist er? Da gehen wir mal kurz 20 Sekunden zurück. Also da hat es jetzt noch einmal gekracht, erste Kurve hat, glaube ich, soweit funktioniert. Wir gucken nochmal von oben rein. Oh, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Oh, da oben hat es auch schon gekracht. Ein AMG hat es getroffen. Aber hier leichte Berührung mit dem BMW. Und da kam sich getroffen. Und nochmal getroffen hier. Alle anderen kommen da aber vorbei. Da oben noch ein Freibeuter Racing Lamborghini. Ein bisschen weit gegangen. Also da hat es jetzt noch ein paar Ausfälle gegeben sozusagen. Gucken mal ganz vorne. Ne, da hat sich nichts getan. Gravicek schon 2 Positionen gewonnen auf die 7. Falk Moritz direkt dahinter. Hinter dem McLaren. Dahinter haben wir Anwand und Weggel. Natürlich noch dicht an dicht hier. Kleine Lücke jetzt vor dem McLaren. Also hinten schauen wir mal kurz durch, wen es da jetzt so getroffen hatte. Oh, was haben wir hier noch so verpasst? Immer noch Side-by-Side-Action hier um Platz 30 rum. Da sehen wir gerade Kevin Jung, der BMW mit dem Suicide Crew Porsche. Das ist Dominik Freitag, der verliert gerade die Position. Muss gucken, hat ein bisschen Schwung jetzt hier liegen lassen. Deswegen wird wahrscheinlich Ellery noch vorbeigehen. Ja, der hat auch gut schon gewonnen. 8 Positionen. Das ist bei Rudi Geis. Oh, immer noch aus seiner Startposition unterwegs. Das wird ihn nicht gerade freuen, vor allem, weil er gerade von Roman Wagner gut Druck bekommt. Dahinter Geffert wird hier vom Porsche getroffen, steht jetzt hier quer. Oh, da wird der nächste Freibeuter Lambo getroffen, wenn es nicht sogar der gleiche war, Michael Haaf. Und da oben noch ein BMW von Maisack, glaube ich, war das, Suicide Crew. Ja, also was für eine erste Runde, da hat es schon einige getroffen. Pierre Brückner steht hier, Geffert jetzt wieder unterwegs, Hofmann auf der 38, 2 Positionen verloren.
Eieiei. Direkt hallo, moin. So, aber vorne haben wir gesehen am Start, hat sich da Bergold, ja zumindest vor Stefan Mons halten können. Der BMW da wunderbar vorbeigegangen, ist gut gestartet. Stefan Mons auch gut gestartet, hat aber keine richtige Lücke gefunden. Hat es am Ausgang oder über die Außenbahn probiert in Kurve 1. Aber bleibt hier dran, genauso wie Jeff Evers eine Position gewonnen hat. Dann haben wir auf der 5 Chris Heyer, der hat mit ihm nämlich getauscht, teamintern sozusagen. Dann haben wir Detlef Kiep dahinter und dann die kleine Lücke zum McLaren von Benedikt Davlicek auf der 7. Position. Da ging es auch einen Tick nach vorne. So, Michael Haaf, ja, ich glaube, der hat zweimal jetzt einen mitbekommen, deswegen steht er auch in der Box bereits. Lars Majsak ist aus der Box gestartet, der ist aber immer noch auf der 40 unterwegs. Und ja, wir gehen mal nach vorne jetzt, würde ich sagen. Jetzt hat sich's hoffentlich halbwegs geordnet. Paar Unfälle hatten wir richtig abgeschlagen. Kaum jemand hinten, aber noch eine kleine Gruppe, kaum sage ich's, hat sich's beruhigt. Gibt's hier hinten nochmal gelbe Flagge, auch schon wieder Suicide Crew involviert hier. Daniel Pei ist das, jetzt wird er durchgereicht Richtung Schikane. Mal gucken, mit wem er da vielleicht kollidiert ist oder das Auto selber verloren. Geht hier auch in der Schikane ganz gerne mal. So, gucken wir, irgendwas passiert. Da unten war einer. Oh, da, oh, und, na, da hat er einen mitbekommen. Jetzt habe ich da unten hingeschaut gerade. Aber da gab es ja noch wieder ein, zwei Vorfälle, da die parallel passiert sind im mittleren Abschnitt. Daniel Pei jetzt 15 Positionen verloren und damit auf der 39 unterwegs. Selbst gedreht, okay. Also ein bisschen zu viel auf dem Gas. Aber davor war irgendwie noch ein Honda involviert. In irgendeinen, ja, ich glaube, der Honda war das. Ja, 13 Positionen ging es nach hinten. Die Nummer 71. Also da gab es womöglich eine Kollision. Ja, sehr schön. Oder auch nicht. Zumindest nicht für die, die es getroffen hat. Jetzt hoffen wir mal, dass es mit den gelben Flaggen soweit war. Daniel Arning hier zwei Positionen gewonnen. Ich blende euch mal die Position Deltas ein. Da wird sich einiges getan haben. Vorne weniger. Also da sehen wir, da wurde mal ein bisschen getauscht da unter den ersten sechs. Und dahinter haben wir viele, viele Gewinner. Patrick Schröter auf der 11 hier. Da ist er. Rowe Sim Racing im Honda. 5 Positionen schon mal gewonnen nach 2 Runden gleich. Also das lief ja schon mal recht solide. Nächste gelbe Flagge bei Peter Lindner. Da gucken wir doch mal. Ah, das wird wahrscheinlich ein Fehler gewesen sein. Zu viel Curb mitgenommen, selbst für den AMG auf der Innenseite. Boah, noch ordentlich eingedämmert hier in der Wand. Also der wird auch relativ früh jetzt zum Boxstopp kommen. Muss erstmal gucken, dass er hier eine Lücke findet. Da kommen jetzt nochmal 3 Autos. Aber dann, ja, wird er hier wahrscheinlich schon recht früh in die Box reinfahren und die 55 Minuten dann zu Ende fahren. Er muss überlegen dann. Ja, Reifenwechsel ist, glaube ich, sogar Pflicht, wenn ich mich nicht täusche. Also die wird er dann ohnehin wechseln. So, dann kommen wir zu Patrick Schröter rein. Dirk Nees auf der 15 gut verloren und natürlich ganz hinten einige verloren. Kevin Jung müsste gerade an Busch vorbeigegangen sein. Der wird da gleich nochmal direkt angegriffen von Eldery. So, aber wieder Race Gaps ein. Ne, hups, das war falsch. Max Schwenker Race Gaps wollten wir so. Gehen wir mal hier drauf, schauen wir mal, ob Eldery vorbeikam. Oder kommt er gerade nicht? Der Mario bleibt hier auf der 25, aber auch schon 12 Positionen gewonnen von der 37 hier in die 25, auf die 25. Also da wird er jetzt auch recht zufrieden sein. Mario Sana, ja, nur eine gewonnen. So, Bergold vorne bleibt erstmal dran am BMW. Reifen sollten jetzt so langsam warm sein. 55 Minuten haben wir noch vor uns, also die ersten, ja, 3 Runden sind jetzt genau hinter uns, sind in Runde 4 unterwegs. Daniel Andersen, der ist, ja, sehr, sehr, ja, gut weggekommen, muss man sagen. Also der hat sich hier Position 1 gleich schnappen können und wird dann heute vielleicht ein paar Punkte wieder mitnehmen können. Lukas Bergold, ja, ist nicht ganz so schlimm, wenn Andersen vor ihm ist. Er hat da noch genügend Vorsprung. Hauptsache, er kann Mons hinter sich halten, damit er den Vorsprung ausbauen kann. Jeff Evers ist ja auch in der Gesamtwertung von der Partie auf der 4. Also die werden da wieder, ja, schön Punkte holen. Eng an eng wird es dann ins Ziel gehen, während Kevin Jung da jetzt vorbeikam an Hofmann. Ja, Hofmann müsste hier der Audi sein. Von Wolfgang Busch, der setzt sich gerade da auf die rechte Seite Richtung Kurve 4. Ich habe gesagt, das Side-by-Side wird schwierig und er hält sich auch hier eher zurück. Also der geht da hintereinander durch mit den Kollegen durch die Linkskurve. Luther Schindler haben wir hier auf der 28 13 Position verloren. Appeltower eine Position gewonnen, hat aber gerade ein bisschen was verloren, wie es aussieht. So, Peter Lindner reingefahren. Das haben wir uns ja fast gedacht, nachdem er da leider das Auto verloren hat. Der zählt jetzt schon viel Motorsportpilot. Ja, mal sehen, wo der rauskommt. Jetzt kommt da das Feld gleich um die letzte Kurve. Wenn er ganz viel Pech hat, dann kommt er da mitten im Verkehr raus. Und dann muss er da ja nach und nach alle durchlassen. Die wollen natürlich da keine Zeit verlieren beim Überrunden. Und dann verliert er noch mehr Zeit, bis dann alle durch sind sozusagen.
So, schnellste Runde aktuell 43,5 von Lukas Berggold. Andersen aber auch nur minimal langsamer. Auch eine 43,5 gefahren. Genauso wie Stefan Monster 43,9. Dann haben wir 44 und 45er Zeiten hauptsächlich. Aber klar, ist ja relativ eng an vielen Stellen. Dann kannst du vielleicht nicht deine ganze Pace fahren. Aber hier hat es sich jetzt halbwegs geordnet, hoffe ich mal. Hofmann geht gerade außen rum vorbei an Buchholz in der letzten Kurve. Ja, wollen wir sehen, ob er das hier auch halten kann. Wir gehen mal in die Eckpartie. Dahinter sehen wir noch Wolfgang Busch, den blauen Honda. Da wird sich wieder hintereinander eingeordnet. Da wird der Windschatten natürlich mitgenommen und bin gespannt, ob Buchholz hier vielleicht Kurve 1 angreift. Da kommt jetzt der AMG raus. Ja, da ein bisschen Luft nach hinten. Also halbwegs Glück gehabt. Oh, jetzt hat es hier gekracht bei Hausinger. Da schauen wir nochmal rein. Schauen wir mal von oben rein. Was da passiert ist, da, oder war davor was? So, gucken wir mal. Ah, da, der McLaren hat den BMW mitgenommen. Relativ unspektakulär eigentlich, aber da kommen noch ein paar Autos, alle innen fast vorbei, zwei noch außen. Also, das ging nochmal gut für den nachfolgenden Verkehr. Aber Jakob Hausinger auch hier mit ein bisschen Pech jetzt 9 Positionen verloren. Was machen die da vorne? Three wide und der Audi geht mal voll in die Wand rein. Der Porsche verliert ja auch fast das Auto. Was haben die denn da jetzt angestellt? Ich glaube, Jerome Eckert müsste das sein. Hier der Audi, da gucken wir auch nochmal rein. Und am Bildrand hat es gerade noch gesehen. Da gingen die offenbar zu dritt. Oh, hier schon zu dritt durch den Rechtsnick. Weiß nicht, ob das da eine Überrundung war. Ich glaube aber nicht. Aber da zu Zeiten, da gibt es die Berührung zwischen dem Audi und dem Porsche. Der Audi geht in die Wand, der Porsche. Ja, verliert das Auto nicht ganz, kann hier auf der Ideallinie weiterfahren. Also für Jerome Eckert heute auch ein gebrauchtes Rennen, muss man sagen. Da steht er aus der Box gestartet. Zwangsweise und jetzt hier mit dem Unfall ja auf der 38. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er hier sich zurücksetzt und dann ist sein Rennen allerdings auch beendet, muss man sagen. So, Tuvorne tut sich nichts. Andersen, Berggold, Mons, Ewa, Zayer, Keep. Das bleibt alles so, wie es ist. Gabicek auf der 7. Position. Ja, immer noch eine kleine Lücke nach vorne. 2,5 Sekunden nämlich. Aber dahinter nur zwei Autos, sage ich mal. Matthias Weggel hat dann schon wieder die nächste größere Lücke vor sich. 3 Sekunden nämlich. Dahinter Patrick Schröter. Viel Drama heute. Allerdings... Das hat natürlich jetzt entsprechend die Lücken hier relativ aufgezogen. So, Eckert, glaube ich, hat sich wirklich zurückgesetzt. Eldery kommt gerade in die Box rein. Das war, glaube ich, der Aston Martin, der da auch, ja, daneben war zumindest in der Rechtskurve. So, Schindler, wo ist der gerade hin? Gucken wir mal kurz rein. Müsste gerade eine Position verloren haben. Ah, hat hier den BMW, glaube ich, angegriffen von Zahner. Hat da überschossen und Zahner da ganz easy mal den Switchback gemacht. Und ist dann an Schindler vorbeigekommen oder wieder vorbeigekommen. Hat sich davor gehalten. Also Zahner, ja, weiterhin auf der 24. Was geht bei Daniel Arning? 2 Positionen gewonnen. Der Ferrari jetzt in der Schikane unterwegs. Wenn du krank bist, oh, ja, ich habe auch ein bisschen Schnupfen, aber ich muss nicht fahren. Ja, natürlich ärgerlich, wenn du weißt, du kannst vorne mitfahren und gut Punkte holen, dann kannst du nicht mitfahren. Natürlich alles, was dir am Ende fehlt. So, gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal auf Oliver Braun drauf. 21. Position, auch schon richtig gut nach vorne gekommen. Ich glaube, das war der McLaren, der da gerade den BMW getroffen hatte. Würde ich jetzt mal von der Livery sagen. Wird also schon ein bisschen Schaden haben. Dahinter sehen wir gerade Hofmann, wie der sich hier verteidigen muss gegen den Aston Martin. Dahinter Zahner Schindler eben noch gesehen und dahinter ist noch ein AMG. Das dürfte dann aber keine Position sein, denn dahinter ist erstmal keiner. Ja, einfach nicht krank sein, genau. Das ist das Einfachste. So, Schindler jetzt aber vorbeigekommen am BMW. Schauen wir doch mal, wie es da vorbeiging. Ah, hier Innenseite, wie gesagt, die zweitbeste Überholmöglichkeit nach Kurve 1. Da ging es vorbei am BMW und dahinter, ja, der CDS Digital Motorsport AMG ist das von Peter Lindner nämlich, der ja schon in der Box war. Fast eine Minute Standzeit gehabt, genauso wie Alex Cruz. Mauro Eldery steht da gerade. Alex Cruz hier, der ja auch einen Unfall hatte. So, gehen wir zu Emons rüber. Der Teamkollege Cypress gerade mit dem Aston Martin hier auf der Innenseite. Sehen wir noch so ein bisschen. Roman Wagner ist das, der natürlich hier nochmal verteidigen möchte. Dahinter muss er aufpassen. Dahinter ist noch der nächste Audi. Kleine Keimer ist das auf der 29. Der sieht natürlich seine Chance, da vielleicht vorbeizukommen. Ja, kann da aber nicht wirklich vorbeiziehen irgendwo. Kein Platz. Der muss da gucken, was machen die beiden da vorne. Aston und Porsche immer noch Cypress. Wagner immer noch nicht vorbeigekommen. Hat die Nase noch daneben für den Rechtsknick. Hoffentlich kratzt diesmal nicht. Nimmt sehr viel Körper mit. Hat natürlich den Schwung verloren und damit geht der Audi auf die rechte Seite. Hat ein bisschen mehr Schwung und sollte eigentlich vorbeikommen vor der nächsten Kurve. Oder hält der Aston nochmal dagegen? Hält nicht dagegen. Also ein Positionsverlust, so schnell kann es gehen. Bis vorne dran und zack, kommt von hinten einer und überholt dich. Ja, Markus Emund seinerseits.
ist jetzt hier an Dominik Freitag dran oder sogar schon fast vorbei. Jawohl, vor der Schikane kann er sich vorbeidrücken. Zoe Strike Crew Pilot hier im Porsche auf der 27. Der hat aber trotzdem keine Ruhe. Marius Kleine Kreimer direkt dahinter. Vorne müssen wir gleich wieder hinschalten. Berghold 0,4 Sekunden an der Pole Position dran. Ja, gehen wir mal drauf hier. Also, da tut sich eine kleine Lücke zu Stefan Monster hinten auf. Ja, kommt er da jetzt noch irgendwann vorbei, ist die Frage. Dranbleiben, kein Problem, jetzt muss er sogar leicht ausweichen. 43,5 immer noch die schnellste Runde. Jeff Eberts auf der 4 inzwischen auch mal eine 43er gesetzt. Dahinter, ja, 44er wie gesagt, hinten 45er. Rudi Geis hat sich, glaube ich, gerade zurückgesetzt. Ist das überrunden? Müsste eigentlich, der CD Digital AMG hier. Und da dreht sich Rudi Geis und ich glaube, der hat eine richtige Krawatte, ja, auch vor allem nach dem Qualifying. Und jetzt hier auch, ja, im Rennen ein bisschen Pech gehabt. Hat sich zurückgesetzt, sein Rennen leider vorbei damit. Aber ich glaube, der, ja, wird wohl was anderes noch machen als ACC fahren, könnte ich mir vorstellen. Sehr, sehr schade natürlich für den Rudi. Aber vielleicht wird es hoffentlich nächstes Mal wieder besser. So, Berghold vorne eine Sekunde dran, deswegen können wir wieder ein bisschen im Mittelfeld rumgucken. Da gucken wir mal bei Wagner Freitag rein, eine paar Sekündchen zurück. Da gab es offenbar das Überholmanöver von Wagner. Hier wieder der Aston Martin gegen den Porsche. Ja, Innenseite hier Kurve 1. Und da ging es vorbei. Ja, wichtig, haben wir gesehen. Nicht überschießen, sonst gibt es den Switchback. Aber so kommt man wunderbar vorbei. Und da geht es, ja, 3 Positionen insgesamt nach vorne für den Wagner. Ja, Freitag aber auch 7 Positionen gewonnen. Gar nicht mal so verkehrt. Hausinger jetzt direkt dahinter. Der schon gedreht wurde. Aston Martin hat da keine Position. Wolfgang Busch wäre der Nächste. Das ist der Honda dahinter wiederum. Ja, ist natürlich ein bisschen durcheinander geraten durch den ein oder anderen verfrühten Boxenstopp. Gezwungenermaßen. Die meisten werden hier ungefähr zur Hälfte reinkommen. Erste Viertel haben wir bereits hinter uns. Einige, ja, gelbe Flaggen tatsächlich schon gesehen. Gab schon doch einige Kontakte. Ein paar größere Kollisionen hatten wir da auch schon. So, was ist bei Hofmann los? Ich glaube, Daniel Hofmann hat einen Disconnect oder so. Ich kann ihn gerade nicht anklicken. Wird gerade komplett durchgereicht. Könnte sein, dass wir da ein Auto jetzt verloren haben. Ja, 40 Fahrzeuge noch auf der Strecke. Oder auf dem Server zumindest. Auf der Strecke sind es noch weniger. Gehen wir zu Nick Kleefeld rüber. Ich glaube, die Kollegen ließ ja nicht so gut bei Michael Haaf. Der hatte da, glaube ich, 1-2 Berührungen. War auch schon in der Box. Jetzt ist aber sein Teamkollege Nick Kleefeld hier an Daniel Arning dran. Mal gucken, der müsste auch ein bisschen nach vorne gekommen sein. 2 Positionen nämlich. Ja, muss aber hier schauen. Ups. Falsches Fahrzeug, da wollte ich rauf. Daniel Arning, jetzt hier Kurve 2. Dahinter lauern auch nochmal Nees und Kipfer. Dahinter Helder Guerra auf der 16 im Audi 4 Sekunden. Also da hinten sind die, oder Mittelfeld, sind die Abstände teilweise schon etwas größer. Kevin Jung auf der 19. Ja, 7 Sekunden hat der nach vorne, 5 nach hinten. Der hat also relativ viel Ruhe. Muss ja nicht verkehrt sein, muss. Kann er seine Pace fahren. Keine größere Unfallgefahr, sage ich mal. Und ja, wird da sein Stint, seinen ersten Stint sozusagen gut über die Bühne bringen, bin ich mir sicher. Gehen wir zu Schindler kurz rüber, der greift hier gerade den Buchholz an. Auch die war noch nicht in der Box, ne, also die sind hier auf jeden Fall Boxstopp bereinigt unterwegs. Der BMW auf der 20-12 gewonnen und der Schindler 6 verloren. Also da haben sich mal 2 getroffen, einer von weiter vorne, einer von sehr weit hinten. Also Buchholz hier wirklich von der 32 gestartet. Hat da wohl viel profitieren können durch die Vorfälle. Ist da scheinbar ganz gut durchgekommen. Das ist natürlich auch ein bisschen, ja, Glück, sage ich mal. Je nachdem, wie nah vor einem was passiert. Wenn man noch Reaktionszeit hat, sage ich mal, dann hat man das doch in der eigenen Hand. Aber natürlich direkt vor einem Unfall passiert, hast du da nicht immer die Chance, immer, ja, vorbeizugehen. So, gehen wir zu Berghold. Ja, Abstand nach hinten wird nicht wirklich größer. Immer noch 1,7 bis 2 Sekunden. Aber wird auch nicht kleiner. Das ist die gute Nachricht für Lukas Berghold. Schlechte ist, er kommt nicht vorbei. Oder ich weiß, ob er nicht vorbei will. Weiß ich nicht genau. Aber anders auf jeden Fall auf der 1. Das Schöne ist, dass wir auf jeden Fall zumindest die ersten 3 relativ dicht zusammen haben. Also da scheint es spannend zu bleiben. Jeff Eberts jetzt noch ein bisschen verloren hier. Eine 44,1 gefahren letzte Runde damit. Zum Teil deutlich langsamer als die ersten 3. Also zum Vergleich, die ersten beiden sind wieder eine 43,5 gefahren jeweils. Da hat er mal über eine halbe Sekunde verloren in der letzten Runde. Ja, Chris Haier auch ein bisschen Luft nach vorne, nach hinten. Detlef Kep hat nur den Gavicek hinter sich. Der hat hier den Abstand offenbar ein bisschen zufahren können, ja. Hatte vorhin noch so 2-3 Sekunden Abstand. Jetzt ist er hier, Detlef Kep, zumindest mal halbwegs dran dahinter. Falk Moritz und Anwand gehen da gerade am McLaren vorbei, der eine Runde zurückliegen dürfte. Und mal kurz hier, Freitag, Hausinger, Cyberside, auch der ersten Kurve raus, nicht in Kurve 2.
Aussänger hier auf der Innenseite. Hält nicht rein, hätte ich fast gedacht. Freitag geht hier also, wie es aussieht, vorbei. Dahinter haben wir ja noch den Wolfgang Busch, der jetzt auch nochmal wahrscheinlich denkt, oh, dann können wir auch mal hier am DOD-Piloten vorbeigehen. Ist die Frage, wie viel Schaden er hat. Der hat da hinten schon einen mitbekommen, meine ich. Also gucken wir mal, vielleicht kann er auch gerade nicht allzu schnell fahren. 46,5 ist er gefahren. Gucken wir mal, ja, ob er hier noch weitere Positionen verliert. 4 hat er bereits gewonnen vom Start ausgerechnet. Wolfgang Busch direkt dahinter und dahinter, ja, mit 2 Autos, die nicht direkt, ja, dazugehören, aber untereinander im Zweikampf sind. Das sind nämlich Manuel Eldery und Michael Haaf. Also die beiden waren auch schon in der Box. Beide standen knapp über 70 Sekunden. Also das war schon wirklich ein ordentlicher Schaden, die die beiden davongetragen haben. Also die... Warum auch immer da noch eine 1 steht bei Michael Haaf, aber der war in der Box, wie gesagt. Die sind auf jeden Fall im Zweikampf. Also ein Zweikampf trifft hier so ein bisschen auf einen Dreikampf davor. Auch mal eine sehr, sehr spannende Situation. Vor allem, wenn der Zweikampf der jetzt schneller wäre als der Dreikampf davor. Aber erstmal muss Michael vorbeigehen, davor sehen wir den Zweikampf. Aber hier, ja, geht's noch nicht vorbei. Müssen wir kurz gucken. Freitag verliert, glaube ich, 2 Positionen gerade. Gucken wir nochmal ins Replay rein. Ja, da war er noch davor. Und jetzt hat er vielleicht hier die Kurve nicht ganz bekommen. Geht er etwas weit. Und dann, ja, wahrscheinlich ein bisschen vom Gas gegangen vielleicht, um sich keinen Cut zu holen. Da geht der BMW vorbei und da geht der Honda vorbei. Und dahinter, wie gesagt, haben wir ja gerade gesehen, wie der Lambo da den Aston angreifen wollte. Der da ein bisschen auf die Innenseite gegangen ist. Und dahinter im Hintergrund sehen wir das jetzt. Sind wir wieder im Live-Bild. Sind sie auf der Stadtzielgeraden. Dominik Freitag immer noch 6 Positionen gewonnen. Michael Haaf dahinter auch im Aston Martin jetzt vorbeigekommen. Und da kommt schon der nächste an. Das ist nämlich Peter Lindner. Der überholt jetzt die 54. Das ist der Porsche hier. Das ist aber auch keine Position. Das ist Philipp Apeltauer auf der 29. Also einmal die Rückrundung hier vom AMG. Aber dann der Aston Martin. Das ist sein nächstes Ziel, an dem er vorbeikommen möchte. Und optimalerweise am Michael Haaf, der jetzt hier so ein bisschen feststeckt natürlich hinter dem, ja, vielleicht Dreikampf. Schauen wir mal, ob die beiden davor vor dem Porsche weggekommen sind. Noch nicht so ganz. Da gibt ein bisschen Lichthupe hier. Michael Haaf scheint ein bisschen schneller zu sein. Vielleicht kann er sich jetzt hier zurückrunden sozusagen. Der Porsche spielt da, glaube ich, auch mit. Außenrum lässt den jetzt, glaube ich, vorbei. Jawohl. Also da ging es vorbei. Und dann gucken wir mal, ob es vorne den Zweikampf gibt, wo er sich dann auch mal, ja, vorbeidrücken möchte. So, Gavicek, wie gesagt, ist rangekommen. Jetzt ist er an Detlef Kep dran. Jetzt kriegen wir gerade eine frische Rundenzeit rein. Kep mit einer 44,9. Gavicek 44,8. Also so viel schneller kann er natürlich nicht fahren, wenn er so direkt dahinter fährt. Aber 0,2 ist er dran. Und dahinter sehen wir direkt Moritz und Anwart auch nochmal auf der 8 und auf der 9 ganz, ganz dicht hintereinander im Zweikampf unterwegs. Gucken wir mal, gibt es da einen Angriff zwischen den beiden BMW-Kollegen hier? Nee, das bleibt alles so, wie es ist. Was tut sich vorne? Oh, Monsmann, Tick rangekommen hier, 2 Zehntel mal. Nichts Weltbewegendes. Abstand nach hinten weiter größer geworden. Da hat Ewerts jetzt aber eigentlich mal wieder eine gute Runde hingelegt im Vergleich zu den vorderen. War jetzt nur minimal langsamer. Eher gleich schnell sogar. Aber ja, tut sich nicht viel. Also ganz vorne haben wir so 3 Fahrzeuge auf dem Podium, die da vielleicht noch untereinander kämpfen können. Jetzt geht Gavicek hier vorbei vor der Schikane in der Rettskurve auf die 6. Position. Hat seinerseits jetzt etwas Luft nach vorne. Denke ich mal, wird sich hier absetzen vom Movisim Racing Honda. So, ein paar Meter dahinter sind wir gerade Patrick Schröter ein bisschen weit gegangen. Auf der 11. Position unterwegs. Weckel direkt vor sich, den Teamkollegen. Dahinter Arning, Kleefeld, Nees, Kipfer. Alles, ja, relativ dicht hintereinander. Eine schöne Gruppe, die wir hier sehen. Feld hat sich ja doch schon ein bisschen auseinandergezogen, wie wir sehen. Da haben sich so, ja, ganz, ganz viele kleine Gruppen gebildet. Nach 20 Minuten, die wir jetzt hier unterwegs sind. Patrick Schröter, 5 Positionen gewonnen. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo Angriffe gibt. Wir fahren mal beim Lamborghini mit. Bei Nick Kleefeld hier auf der 13. Der, ja, sieht im Rückspiegel zumindest ganz klein nochmal 2 Fahrzeuge. Konzentriert sich, denke ich mal, erstmal hier auf den, auf die, ja, vorderen Positionen hier. Ja, hier kann man sich auch mal daneben setzen. So, schaut da mal rein. Mal gucken, ob er sich auch reinsetzen kann. Na, vielleicht kann er den Ferrari ein bisschen dazu zwingen, außen zu bleiben. Manche lassen sich da ja ein bisschen erschrecken, wenn man die Nase mal so, ja, pseudomäßig reinhält. Ja, Schröter wieder ein bisschen weit gegangen. Ja, okay, sah eigentlich noch ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen später in Apex genommen. Und jetzt geht es hier auf die Gerade rauf. Und da sehen wir natürlich die Windschatten-Duelle. Gehen da in die nächste Runde rein. In erster Linie Nick Kleefeld jetzt hier dran an Daniel Arning. Mal sehen, ob er da schon angreifen kann. Da unten ist, glaube ich, die Überrundung. Platz 32, genau. Also da gehen es alle an McLaren vorbei. Hoffentlich klappt das gut. Aber vorhin hat schon eine Situation gesehen, wo das mit der Überrundung nicht so ganz funktioniert hat. Oliver Braun war das nämlich. Ja, kurz gelbe Flagge gehabt, weil er ein bisschen langsamer unterwegs ist. Peter Lindner hinter Eldery noch nicht vorbeigekommen. Dann, ja, gehen wir mal einfach mal hier hin. Das ist somit die größte Gruppe gerade. Vorne verpassen wir nicht so viel.
Wobei Mons auf die zweite Position etwas aufgeschlossen hat. Ja, was das Update angeht, soll ja ein sehr großes sein, also dürfen wir einiges erwarten. Neue Autos, neues Reifenmodell vielleicht, vielleicht neue BOP, keine Ahnung, was da vielleicht noch so kommt. Aber man hört ja, dass da einiges passieren soll. Aber wir sollen ein bisschen gedulden, hier so 3 Wochen ungefähr. So lange fahren wir noch hier mit dem 1.8er Patch, was ja auch ein relativ großer Umschwung war. Vor allem was ja das Gripverhältnis, was dieses Reifenmodell angeht. Ja, Setups sind ja ein bisschen blöd im Moment, würde ich sagen. Hat wenig mit Logik zu tun, leider. Da hofft man natürlich auch, dass es vielleicht ein bisschen besser wird dann in 3 Wochen. Genau, das meine ich. Wäre schön, wenn es klappt, aber ich fürchte fast, irgendwas wird man wiederfinden, was dann wieder besser funktioniert. Aber schauen wir dann mal. So, Adeltauer Abend, Dominik Freitag dran, Porsche gegen Porsche. So viele Porsche sind ja nicht unterwegs. Auf der 21 haben wir noch einen und weiter vorne müsste auch noch einer sein. 39 Fahrzeuge noch auf dem Server, auch noch auf der Strecke. Rudi Geist dürfte auch runtergegangen sein. Klar, was soll der jetzt hier noch verweilen auf dem Server? Durfte er ohnehin nicht mehr rausfahren. Und da sehen wir den Suicide Crew BMW in grün mit der 79 in der Wand womöglich. Ja, scheint ein Fahrfehler gewesen zu sein. Muss die Schikane sein. Zu viel Körb wahrscheinlich mitgenommen. Schauen wir mal. Oder außen natürlich. Kann man auch mal wegrutschen. Ja, es war außen tatsächlich. Aus Gras gekommen und dann machst du nichts mehr. Drehst dich ein. Geht in die Wand rein. Für den Lars hier auf der 31. 11 Position. Hat er gewonnen. Ja, das muss er natürlich in die Box kommen wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ist nicht ganz so wild. Ist ja schon fast Halbzeit. Also wird ungefähr im Plan sein. Ist jetzt auf der 31. So, Remo Kipfer, ja, ist noch dran an dieser wunderbaren Gruppe bis Platz 10. Aber Matthias Weggel hat da ganz gut zu tun. Da ist er nämlich, hatte einige Fahrzeuge hinter sich, da kommen sie alle nach und nach. Einer der größten Gruppen aktuell. So, Apeltor haben wir gesehen, Hausinger Wagner, schauen wir mal kurz rein. Den hat man ja von auch ein paar Zweikämpfen gesehen. Ja, 4 Positionen insgesamt nach vorne gekommen. Ja, Meiser kommt auch in die Box rein, jetzt auf der 31. So, Andersen, was macht er so? Fährt hier auf seiner ersten Position rum. Dahinter sehen wir Platz 2, Platz 3. Der Abstand zu Jeff Eberts wird tendenziell größer, sage ich mal. Nicht viel, aber immer so ein paar Zehntelchen. 4 Sekunden, sonst in den Top 10. Beziehungsweise 4, 5, 6 ist relativ unspannend. Die fahren da alle ihre Pace. Auch Gavicek, den haben wir ja gesehen, wie er an Detlef Kiep vorbeigegangen ist. Hat sich da jetzt schon 2 Sekunden lösen können. Detlef Kiep seinerseits, ja, vielleicht kriegt er hier Falk Moritz und da die Anwand mal in den Rückspiegel. Die sind aber noch untereinander beschäftigt im Moment, während Remo Kipfer jetzt reinkommt. Ja, fahren wir doch mal bei Danny Anwand mit. Ah, ja, schön Körb mitgenommen. Wunderbar. Sehr schnelle Kurve eigentlich. Da kann man auch mal ganz schnell das Auto verlieren. Wenn man zu früh auf dem Gas ist, dann dreht sich das Auto auch immer richtig gut ein. Und dann, ja, geht's auch links in die Wand rein. Haben wir heute noch nicht gesehen, glaube ich. So, hier auch relativ viel Curves wird nämlich zu weit rauskommen. Ja, passt noch. Sonst geht es ja auch in die Linkswand rein, links in die Wand rein. Haben wir ja auch schon gesehen. So, gehen wir zu dem Kleefeld rüber. Platz 12. Also hat sich ein bisschen gesetzt, das Feld. Also viele Überholmanöver haben wir jetzt nicht gesehen. War nicht unbedingt zu erwarten. Am Anfang noch sehr viele Gelbphasen. Also wer da ohne Unfall durchgekommen ist, nicht getroffen wurde oder ja passiv getroffen wurde, weil man vielleicht ausweichen musste, übers Gras gehen musste und noch einige vorbeigegangen sind, die haben natürlich jetzt hier ja ein bisschen was geschenkt bekommen. Andere haben wir gesehen, natürlich Pech gehabt, sind nach hinten gefallen. Noch war ein bisschen Zeit oder ist noch ein bisschen Zeit, wieder was gut zu machen. Ist aber schwierig. Guck mal kurz, Strafen haben wir noch keine tatsächlich. Also noch hat sich da keiner Katz geholt. Geht dann so demnächst in die heiße Boxstoppphase rein. Und auch da muss natürlich alles funktionieren, nicht zu spät. Ja, oder zu schnell über die Linie fahren, viel mehr. Sonst gibt es da auch nochmal eine DDT oder SG30, je nachdem, wie schnell man war. Und ja, bei den zum Teil noch engen Abständen ist der Boxenstopp natürlich auch nicht unwichtig, wollte ich sagen. Denn mal ein bisschen verschoben werden oder zu zaghaft in die Boxengasse reinbremsen, dann verlierst du ja auch mal ein, vielleicht 2 Positionen. Der Knees kommt ja rein, Schindler kommt gerade rein. Also geht's so langsam los hier, wunderbar.
Guck mal, der Gnes, der steht relativ weit vorne. Da ist noch der Honda. Ist das? Busch müsste das sein. Dürfte seinen Boxstopp jetzt absolviert haben. Ja, er stand auch fast eine Minute. Also, der muss da irgendwo auch was mitbekommen haben. Sonst stehst du ein bisschen über eine halbe Minute mit Reifenwechsel. So, Zana kommt rein. AKTH Sim Racing. Natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen durchgereicht. Ja, wird natürlich vorne spannend. Also wenn Anderson den Boxstopp ein bisschen vermasselt hier, dann könnte es so nochmal knapp werden. Mindeststandzeit gibt es ja. Da, glaube ich, Reifenwechsel Pflicht ist, sind es eh 30 Sekunden. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also, was den Reifenwechsel angeht. Mal kurz, ob ich das im Reglement nochmal kurz finde. Was ist das denn? Da Boxenstopp Pflicht. Ja, müssen alle Reifen gewechselt werden, also 30 Sekunden steht man auf jeden Fall hier. Ey, Andi, na? Ich habe gerade gesehen, du hast noch Dirt Rally gespielt. Hoffe, du bist nicht zu sehr abgeflogen. Ja, ungefähr 50-50 würde ich auch schätzen. Vielleicht ein bisschen mehr, aber Wetterwechsel ist ja auch nicht in Sicht. Von daher muss man da jetzt nicht mehr mitnehmen, dass man flexibel reagieren kann auf den Regen. Also wie gesagt, das wird jetzt relativ voll werden in der Boxengasse. Waren ja schon ein paar drin im Moment. Ab Platz 25 soweit waren alle drin. Ein paar davon, ja, ein paar ist gut. Einige waren davon sehr früh drin zum Reparieren hier. Schmähmann, moin. Totalschaden, ah, ja. Ja, Totalschäden haben ja auch ein paar Fahrzeuge gefühlt schon sich geholt heute. André, moin, na, hast du endlich deine Autos wieder, oder fährst du immer noch Formelwagen? Ja, hast geschafft, sehr schön, sehr schön. Geh mal kurz zu Remo Kipfer rüber. Ja, ist kein Zweikampf, Hofmann, der muss noch in die Box rein. Kipfer war schon in der Box, das heißt, den kann er eigentlich hier vorbeilassen. Sollte er eigentlich, weiß ich gar nicht, müsste er eigentlich auch sehen im HOD. Ja, macht auch gerade Platz hier, also die 14 kann vorbeigehen. Und wir gucken mal kurz vorne. Waren die schon in der Box hier? Nee, noch nicht, noch nicht. Bleibt aber spannend. Formel 3 jetzt, ja. Ja, an der Faktor fahre ich die Tartus ja ganz gerne. Ist ja auch so Formel 3 mäßig. Macht Spaß. Bin gespannt, was da nächste Woche an Strecken so, dann, oder nächste Season vielmehr an Strecken gefahren wird. Während Bergold reinkommt, also der Erste, der reinkommt von den Führungspositionen. Stefan Mons bleibt noch draußen. Jeff Ewerts bleibt noch draußen. Chris Sayer scheint auch draußen zu bleiben. Mal gucken, der McLaren, der bleibt auch noch auf der Strecke. Jawohl, also mal gucken, ob Bergold hier mit seinem, ja, vielleicht Undercut, weiß ich nicht, kommt drauf an, wann die anderen reinkommen, aber er kommt ja zur Hälfte rein, also aus eigener Kraft wird es kein Undercut sein direkt, aber hier trotzdem vielleicht die Position sich holen kann, also nochmal einen wichtigen Boxenstopp richtig, oder wichtig, den richtigen Boxenstopp hier zu machen, dass das passt, steht auch relativ weit vorne, gucken wir gleich mal, wir gehen mal kurz zu Kleefeld rüber, wo ist er, da auf der Stadtzielgeraden, mal gucken, wo ist er gerade dran, müsste Schröter sein, genau, der Honda hier auf der... Also kurz warten, bis sie an der Box vorbei sind. Auf der achten Position. Auch die beiden müssen nochmal reinkommen. Bergold, Anwand, Wengel sind drin. Arning reingekommen. Dahinter, ja, war schon viele, viele drin. Gucken wir mal, ja, wann die alle reinkommen. Und dann, ja, werden wir in wenigen Minuten wieder ein boxstoppbereinigtes Feld haben. Aber das kleine Keimer sehen wir aus der Box kommend. Jetzt auf der 26. Na, stand auch 52 Sekunden. Na, haben einige Schaden bekommen. Ja, aber trotzdem 13 Positionen jetzt schon mindestens gewonnen, wenn nicht sogar noch mehr. Mal gucken, wer an wen er noch vorbeikommt. Da kommen sie alle aus der Box gerade. Also hier kommen wirklich mehrere Fahrzeuge raus. Oh, Bergold, da will er außenrum gleich mal vorbei. Das sind natürlich dann Überrundungen sozusagen. Da will er keine Zeit verlieren. Kann hier direkt aus der Boxengasse. Da gibt es schon direkt die Lichthupe vom Ferrari hier. Und Lukas Bergold. Und da kriegt er auch den Platz. Kann hier direkt am BMW von Hausinger vorbeigehen. Mit einem leichten Gruß nochmal. Leichter Dankesgruß. Und das konnte Alpetower jetzt ausnutzen. Das war nämlich die direkte Position dahinter. Wo ist er jetzt? Da ist er. Der Porsche. Haben wir gerade gesehen. Ist gleich mal mit durchgetaucht. Also da ging es ja um eine Position zwischen den beiden. Hat Lukas Bergold sich da so, ja, ein bisschen eingemischt. Muss man leider sagen. Unfreiwillig. Aber mal gucken. Vielleicht kann sich der BMW den Porsche noch schnappen. In einer halben Stunde. Oder halbe Stunde hat er ja noch Zeit. Da ist noch nichts gegessen. So, Kipfer jetzt hier mit Emons. Nee, mit Arning, sorry. Die beiden waren schon in der Box, also ist auch direkt ein Zweikampf. Ferrari gegen BMW. Genau, und Nies noch dahinter, der war auch in der Box. Alle dürften da relativ ähnlich rausgekommen sein. Da war so nochmal schöne Dreiergruppe, zwei BMWs. Ja, hier den Ferrari.
Reitposition im Moment verloren. Aber wie gesagt, da müssen wir nach vorne ein paar in die Box rein. Aber bleiben wir vielleicht einen Moment drauf. Ich guck mal vorne. Da müsste jetzt auch Adam Andersen reingekommen sein. Jawohl, der Führende. Stefan Mons bleibt draußen. Gabicek inzwischen auf der 2. Also auch dahinter sind jetzt die nächsten Positionen alle reingekommen. Jeff Ewerts unter anderem. Also gucken wir mal, wer sich da vielleicht noch, ja, zumindest vielleicht Zeit gut machen kann. Vielleicht nicht direkt eine Position, aber vielleicht nochmal den Abstand vergrößern oder verkleinern kann über den Boxenstopp. Uwe und Tom, moin. So, Andersen müsste jetzt wieder rauskommen. Wir müssen natürlich draufschalten. So, wo ist Quergold? Na, der steckt ein bisschen im Verkehr fest. Sehen wir dahinter zwei Autos, davor ein Auto. Also Andersen bleibt erstmal auf der ersten Position. Quergold sollte zweiter bleiben. Gucken wir mal, Chris H. ja auf der Boxenstoppbereinigten 3. Ne, Mons muss ja noch rein. Müsste dann 4 sein. Sollte, glaube ich, an Jeff Ewerts vorbeigekommen sein. Ja, der stand auch 5 Sekunden länger. Musste wohl auch irgendwas reparieren. Der SG30 Gasgrad für die 8680. Das ist... Wo ist er? Ah, Moldenhauer war das hier auf der 34. Also, Boxenstopp hat er absolviert. Eine SG30 hat er sich abgeholt. Deswegen hier auf der 34. So, Elder Guerra kommt gerade raus. Ja, wie gesagt, da müsste es eigentlich zwischen Chris Hai und Jeff Ewerts einen Tausch gegeben haben, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also die beiden Teamkollegen tauschen einmal. Ansonsten haben wir Danny Anwand dahinter auf der, ja, im Moment 9. Jetzt kommt Stefan Mons rein. Das wird nochmal interessant zu sehen sein, wo er rauskommt. Jetzt kommt er erst zum Stehen, also müssen wir noch eine halbe Minute warten. Gabicek jetzt mal fürs Protokoll auf der ersten Position. Kann hier mal ein paar Führungskilometer sammeln. Detlef Kep haben wir hier auf der 2. Und dahinter, ja, fast alle in der Box. Mal gucken, wann der Lambo reinkommt. Diese Runde auf jeden Fall nicht. Aber dann haben wir fast alle drin gehabt. Jürgen Hofmann kommt hinten rein. Das heißt, dann fehlen nur noch Gabicek, Kep. Ja, und Jan Butsch natürlich. Wollen wir nicht vernachlässigen. Hier den M6. Fast ungewohnt, die kleinen Nieren sich anzuschauen. M4 ist man so gewohnt mit den großen Nieren. Da kommen die kleinen Nieren irgendwie schon wieder komisch vor. Aber ja, sehr, sehr schönes Auto auf jeden Fall. So, Mons kommt raus. Wo kommt er raus? Andersen ist vorbei. Berggold ist vorbei. Mal sehen. Das war's dann, glaube ich. Also müsste Platz 3 sein. Ja, müsste also Platz 3 geblieben sein. Falken Moritz jetzt in der Box, aber da müsste jetzt noch ein paar vorbeigehen. Chris Heyer nämlich jetzt hier auf der Boxenstoppbereinigten 4. Position. Ja, genau. Also da ist er jetzt in der ersten Kurve. Gucken, wo kommt Falken Moritz raus? Das wird auch nochmal eine knappe Nummer, glaube ich. Anwand kommt nämlich da hinten angeschossen, der BMW. Aber da bleibt er auf jeden Fall davor. Mal sehen, der AMG ist eine Überrundung. Der lässt auch wunderbar Platz. Also Falken Moritz jetzt hier auf der... Was ist er? 1, 2, 3, 4, 5. Position und Anwand auf der 6 dann gleich. Gucken wir mal, ob die sich nochmal annähern. Jeff Ewerts hat sich eine DT gerade geholt, beziehungsweise gerade abgesessen. Wollte gerade sagen, da fehlt doch noch einer. Ah, sehr, sehr ärgerlich. Also hier die Position erstmal lohnen und jetzt durch die DT auf die im Moment 16. Position zurückgefallen. Das ist natürlich für die Gesamtwertung nochmal sehr interessant. Da ist er ja, lass mich lügen, das war der 4., 5. sowas den Dreh rum. Guck nochmal kurz nach. Ewerts. Muss kurz laden. Ja, aber auf jeden Fall wird er einiges an Punkten verlieren. Ich glaube nicht, dass er in 24 Minuten noch so viel wieder rausholen wird hier an Position, dass er da nicht allzu viel verliert. So, wir gehen mal jetzt auf die, wo ist er? Ewerts, auf der 3 sogar. 99, genau, 30 Punkte Rückstand auf Mons und Berggold. Also das, ja, auf jeden Fall ein herber Rückschlag für ihn im Moment. So, Emons und Schindler haben gerade hier getauscht. Wir schauen mal kurz zurück. Platz 20 für Emunds. Ups. Und Schindler auf der, ja, 19 mit 4 Positionsgewinn. Und da ist er vorbeigegangen. So, Mons. Und schon wieder in der... Ne, da muss der nochmal reinkommen. Das ist der reguläre Boxenstopp. Das heißt, es fehlen noch die ersten 3 Autos. Der hier, der Honda und der Lamborghini. Andersen also jetzt mit 3 Sekunden Vorsprung vor Lukas Berggold. Also der Abstand größer geworden. Der Vermons ja immer noch relativ dicht dahinter, 1,5.
Da hat sie also nicht so viel getan. Aber dahinter hat sich Evers leider verabschiedet. Chris Heyer dahinter, aber 12 Sekunden, 13 Sekunden Rückstand. Also die ersten drei doch wieder unter sich, muss man sagen, jetzt relativ deutlich. Falk Moritz dahinter auch nochmal 10 Sekunden. Also das wird dann schwierig, nochmal aufs Podium zu kommen, wenn da nichts Größeres passiert. Während jetzt der McLaren reinkommt, sehen, gucken wir mal hier, Detlef Kep scheint jetzt auch reinzufahren, jawohl. Und dann würde nur noch Nick Kleefeld finden. Jan Butch kommt gerade, glaube ich, aus der Box raus auf der 23. Ja, also Boxstopp bereinigt, eine Position gewonnen. Weiß nicht, habe nicht so viel gesehen. Scheint kein allzu spektakuläres Rennen bis jetzt gewesen zu sein. Auch was die Positionsveränderung angeht. Nur eine nach vorne gekommen. So, Kleefeld kommt auch rein. Damit sind die Boxstopps dann gleich durch. Gleich wieder Boxstopp bereinigt. Wir gehen auf Remo Kipfer drauf. Da ist es gerade mit am engsten um die 12. Position gerade. Der kommt, glaube ich, immer auch mit der schnellsten Runde. 43,8 sogar inzwischen. Auch nochmal ein bisschen was rausgeholt. So, Gavicek, mal gucken, der war ja eben Sechster, glaube ich. Müsste auch ungefähr da wieder rauskommen, beziehungsweise Fünfter werden. Durch die Strafe von Jeff Ewerts. Gucken, wo Nick Kleefeld gleich rauskommt. Könnten da auch noch profitiert haben. Na, gehen wir rüber zum Nies. Hier sehen wir keinen Angriff, aber da, fast Side by Side. Dirk Nies hier, der BMW, gegen Patrick Schröter. Der hat also ganz gut zu tun. Ich glaube, da haben wir selten gesehen, dass er mal alleine irgendwo rumfährt. Hat hier ständig einen vor oder hinter sich vor allem. Gavicek kommt gerade aus der Box raus. Müsste, wie gesagt, Fünfter werden. Boxstopp bereinigt. Ja, auf der 5 rausgekommen. Gucken wir mal, was die Abstände sagen. Oh, relativ dicht hinter Chris Heyer. 0,7 Sekunden. Also der könnte noch mal was zu tun bekommen. Gavicheks Reifen natürlich noch nicht so ganz warm. Kleefeld kommt raus. Und Detlef Kep auch draußen auf der 7. Also da geht noch ein bisschen was. Nee, ist jetzt hier nebeneinander neben Patrick Schröter. Das könnte reichen, wenn er nicht überschießt. Da gibt es aber den Switchback. Das hat doch gerade so gepasst. Da... ja, sehen wir auch gerne mal, dass dahinter man muss Speck doch nochmal die Berührung hat mit dem Vordermann. Aber Patrick Schröter bleibt jetzt hier vor Nes und Jeff Ewerts. Na klar, der kann schneller fahren von der Pace her als vielleicht hier Platz 15, Platz 14. Der wird auch nochmal richtig Druck machen. Gucken wir, ob er da gut vorbeikommt, ob da die... ja, Vorderleute vielleicht mitspielen. Wie gesagt, wir haben ja drei Klassen. Wir können ja mal kurz gucken. Dirk Nes direkt davor ist auch in der Pro-Klasse. Da wird er nicht Platz machen. Genauso wie Patrick Schröter in seiner Klasse fährt. Wenn das natürlich Silber oder Bronze wäre, könnte man überlegen, ob er ihn vorbeilässt. Zumindest dann für die eigene Klassenwertung hat das ja keinen Einfluss. Aber für die Gesamtwertung wiederum. Aber manche lassen dann vielleicht doch die andere Klasse mal vorbeiziehen. Aber hier haben wir tatsächlich wirklich direkte Gegner für die Meisterschaft jeweils. Also da muss man wirklich den Weg vorbeifinden. Da wird keiner Platz machen. Oh, der nächste ist ein bisschen auf Track gewesen. Zum Glück das Auto nicht verloren. Aber ich gehe mal davon aus, dass Jeff Ewerts nochmal Druck macht und sich vielleicht ein, zwei... Position holt. Zu Remo Kipfer auf der 12 sind es dann doch schon wieder 4 Sekunden. Also das wird eine sehr, sehr zähe Angelegenheit. So, dann gehen wir mal nach vorne weiter. Haben wir auch nochmal einen schönen Zweikampf. Benedikt, ja, läuft ja auch gar nicht so verkehrt. Also hatte da ja relativ freie Fahrt am Anfang, hatte sich dann Platz 6 geschnappt, jetzt durch die Strafe von Jeff Ewerts auf die 5 gegangen und Gavicek damit ja in den Top 5 unterwegs, vielleicht sogar Top 4. Er bleibt hier mal locker dran, obwohl er gerade frisch aus der Box kam vor der Runde. Kommt er hier mal locker mit, kann er vielleicht sogar angreifen. Der Honda geht sogar schon auf die Verteidigungslinie, also Chris Heyer, der hat das da absolut mal ja im Blick logischerweise. Da sieht er den weißen McLaren herannahen. Dahinter das Auto, keine Position. Der nächste wäre erst 9 Sekunden. Falk Moritz auf der 6. Und ja, hat wahrscheinlich noch mit Detlef Kep vielleicht zu tun. Also ein bisschen Paarbildung hier in den Top 10. Auch 8 und 9 nochmal 2 Sekunden auseinander. Dann haben wir noch 11 und 12. Dann das Dreiergespann um Platz 14. 16, 17, 19, 20. Weiter hinten aber auch nochmal eine größere Gruppe, sehe ich gerade. Na, gehen wir da mal hin. Also in der Heli-Perspektive sehen wir das. Hier alle Autos, die wir hier sehen, müssten so eine Gruppe sein. Platz 26 bis Platz 32. Also 6, 7 Autos hier noch sehr, sehr dicht hintereinander. Hier sehen wir gerade Jakob Hausinger, 7 Positionen verloren. An Wolfgang Busch ist er dran. René Meudenhauer, der da hinten dran hängt. Ja, der leider auch schon eine SG 30. Ich sehe gerade noch eine DT für die Nummer 4. Das ist Pierre Brückner auf der 37. Aber Meudenhauer natürlich auch ein bisschen nach hinten gefallen. Oder deutlich nach hinten gefallen. Und wird auch nochmal versuchen, hier Position zu gewinnen. So, Roman Wagner mal wieder im Zweikampf, während dann Anders eine 43,4 gesetzt hat. Das ist deutlich schneller als das, was wir bis jetzt hatten. 43,8 war, glaube ich, der schnellste von Lukas Bergold. Also der hat doch mal richtig was rausholen können. Ja, vielleicht haben die Drücke nicht gestimmt oder so, wer weiß. Ich bin mal gespannt, ob Monster nochmal Bergold angreifen kann. Immer noch 1,7 Sekunden weg. Wo Bergold auf der 2 auch eine 43,5 gefahren ist. Und Anders eine 43,4. Scheint also die Strecke einfach schneller zu werden.
So, hier sehen wir gerade mehrere Side-by-Side-Situationen. Jetzt geht hier Wagner an Freitag vorbei. Busch versucht da hinten auf der Innenseite. Scheint da vorbeigekommen zu sein. Vier Marken hier im Vierkampf, beziehungsweise dahinter auch nochmal drei Fahrzeuge. Hausinger hier jetzt direkt dran. Konnte sich das Ganze schön anschauen. Dahinter noch der Porsche und ein McLaren. Das ist aber keine Position. Das dürfte... Oh, vorne haben wir gerade was verpasst. Emons geht gerade an Schindler vorbei. Schauen wir nochmal kurz zurück. Die beiden haben wir eben schon im Zweikampf gesehen. Da hat der Schindler doch den Porsche überholt. Jetzt hat sie offenbar den Gegenangriff gegeben. Ah, bisschen zu weit rausgekommen vielleicht. Nee, nee. War den vorbeigelassen, glaube ich, ja. Vielleicht war er doch schneller, der Porsche, und sagt sich, ich fahr vorbei. Mal kurz gucken. Ja, fahren auch in unterschiedlichen Klassen, vielleicht auch deswegen einfach. So, Porsche jetzt hier vorbeigekommen, da haben wir natürlich weggeschaltet. Gucken wir nochmal, da ging es am Suicide Crew Porsche vorbei auf der Außenseite, Innenseite hier Richtung Schikane. Jawohl, da konnte er sich vorbeidrücken. Jakob Hausinger jetzt inzwischen auch vorbeigekommen, wahrscheinlich nach der Schikane. Oh, Platz 4 dahinter ist das nämlich, Gabicek. Der will da jetzt unbedingt vorbeigehen natürlich. Oh, gelbe Flagge bei Freitag. Jetzt steht er hier neben der Strecke. Auch da müssen wir... Ah, 10 Sekunden haben nicht gereicht. Gab wohl mit Hausingern einen Kontakt, laut Anzeige. Weiß nicht, ob es da noch in die Wand ging oder so. Auto sieht noch relativ heil aus eigentlich. Aber hat sich hier irgendwie... Ja, ist gemütlich gemacht auf der Wiese. So, Jeff Evers, schauen wir mal. Ist noch an Nees und Schröter dran. Kommt da noch nicht ganz vorbei. Dem Kipper 0,4. So, also wird noch viele, viele Duelle geben. Geht gleich in die letzte Viertelstunde rein. Also Regen bleibt uns erspart. Ist ein bisschen schattiger geworden. Bisschen kühler, ein kleines Stück. Aber sonst, ja, Wetter sehr, sehr konstant hier. Mal gucken, Kipfer jetzt im Windschatten. Kann er sich daran saugen gegenüber dem Ferrari? Na, er kommt nicht so wirklich ran. Ferrari macht auch keine Anstalten mehr, auf die Innenseite zu gehen und anzugreifen. Aber da kommt der späte Angriff doch nochmal. Aber auch hier wird es wieder einen Switchback geben von der 13. Und zack, ist die Position auch wieder futsch. Ja, sehr verlockend. Da ist ja recht breit die Strecke mit die breiteste Stelle, da mal reinzustechen. Aber ja, man sieht's. Da hat Arning die Erfahrung wahrscheinlich. Wer weiß... Oder hat das so ein Gefühl, dass Hintermann vielleicht überschießt, lässt die Tür ein bisschen offen und geht dann einfach auf der Innenseite wieder vorbei und bleibt hier aus seiner 11. Position. 3 Positionen ging es nach vorne. Position Belt, das gibt es nochmal für euch. Die Boxstopps sind ja durch. Ist also Boxstopp reinig jetzt auch, was die Beänderung angeht. Ja, ein großer, großer Gewinner scheint hier Kevin Jung zu sein. 22 Positionen, also Hälfte des Feldes einfach mal hinter sich gelassen hier. Weiß nicht, was da alles aus eigener Kraft war, aber ich denke auch, er hat hier und da profitiert. Vielleicht auch im Qualifying einfach. Keine gute Runde hinbekommen im zweiten Qualifying. Haben wir ja gesehen. Ja, manche ein bisschen Verkehr gehabt hier. Aber ja, in der Silberklasse unterwegs mit 22 Positionsgewinnen. Guck mal, hinten müssen ein paar sein, die ordentlich verloren haben. Ja, ein paar sind nicht mehr mit drauf. Eben uns auf der 19 verloren ordentlich. Daniel Hofmann, der hier ja auf der 39 auf der letzten aktiven Position unterwegs ist. Von der 25 gestartet, nur noch Platz 39 im Moment. Ja, Evers kommt nicht vorbei. Seit einigen Runden hängt er jetzt schon hinterher. Aber klar, wie gesagt, die nächsten beiden, das ist alles innerhalb der eigenen Klasse. Also warum sollten die da auch Platz machen? Das muss er sich hier erkämpfen. Und ja, wenn es normal läuft, wird es maximal Platz 13 werden, behaupte ich mal. Das sind noch die nächsten beiden Fahrzeuge. Denn Remo Kipfer da vor 2,5 Sekunden weg. Ja, vielleicht noch mit Arning in den Zweikampf, haben wir gesehen. Vorhin letzte Runde waren wir ja onboard dabei. Ist am Windschatten gewesen. Aber kam da jetzt auch nicht so wirklich vorbei. Zumindest nur kurzzeitig gab es ja den Switchback. So, aber Stefan Mons. Machen wir mal den Vergleich der letzten drei Runden. Ja, da ist Stefan Mons schneller gewesen. Vor allem letzte Runde. 4 Zehntel hat er da aufgeholt. Hatte Bergold mal eine verhältnismäßig schlechte Runde. Aber wäre das 5. Podium in Folge tatsächlich. Also für die Gesamtwertung würde er den Vorsprung ausbauen, weil er noch vor Stefan hängt. Was Andersen da auf der 1 ist, ist nicht ganz so wild. Der ist nämlich, was hatte ich vorhin gesagt? Ich schau mal kurz nach. Platz 25, ne? Ja. Genau, P3 im ersten Rennen hatte sich der Daniel geholt. Dann dreimal leider keine Punkte geholt. Nicht gestartet, nicht zu Ende gefahren, beziehungsweise sehr weit hinten gelandet. Und jetzt hier auf der 1. Ah, schade, also hätte er woanders noch ein bisschen gepunktet. Dann hätten wir da noch einen Fahrer mehr, der um die Gesamtwertung kämpft. Aber wie gesagt, für Lukas Bergold ist das alles gerade, ja,
Ganz in Ordnung, würde ich sagen. Könnte schlimmer sein. Ja, haben wir hinten noch ein bisschen was. Was tut die Gruppe da hinten? Oh, jetzt habe ich weggeschaltet. Vielleicht geht was vorbei jetzt hier. Oh, da hält er jetzt rein. Da gibt es wahrscheinlich die Berührung. Zumindest kein Dreher vom BMW, vom Suicide. Ne, Quatsch, vom Wipperman Racing Auto hier, der BMW, die 787. 7 Positionen verloren. Da ging es da so ein gutes Stück nach hinten. Jeff Ewerts hat da auf jeden Fall mal ordentlich angeklopft. Der will da unbedingt vorbei, keine Frage. Die ersten 30 der Gesamtwertung, die ersten 12 der Klasse kriegen Punkte. Also da zählt wirklich jede Position. Vor allem, wenn man ja schon einiges an Punkten leider liegen lassen hat. Ich denke mal, Ewerts ja, wird nochmal vielleicht auf die Top 5 schielen. Je nachdem muss man dann ja in den letzten Rennen mal gucken, ob er sich noch wieder nach vorne arbeiten kann. Sofern er in den nächsten 5 Rennen wieder weiter vorne mitfährt. So, gehen wir mit Hausinger rauf auf die 29. 0,7 an Busch dran, ist so, ja, der Zugführer sozusagen. Weiß nicht, ob auf Roman Wagner vielleicht nochmal aufholt. Wir machen mal den Zeitenvergleich. Ja, 13. Unterschied, aber schwankt mal so. Letzte Runde war Wolfgang Busch ungefähr 13. schneller. Und davor auch 16. Also ein bisschen aufgeholt inzwischen. Ja, da vorne sieht er sie, glaube ich, auch schon um die Ecke biegen. So, also, letzten 12 Minuten brechen gleich an. Ein paar Zweikämpfer haben wir noch. So ein paar schnellere Fahrer, die noch ein bisschen was aufholen wollen, sind hier noch unterwegs. Roman Wagner, was macht der hier? Zwei Positionen geworden, die dritte könnte noch folgen. Alex Cruz hat er vor sich. Schauen wir mal hier, was er für Zeiten gefahren ist. War auf jeden Fall mal letzte Runde 13. schneller. Davor, na, weiß nicht, was da los war. 48er Zeit nur, hat er ordentlich verloren. Und davor nochmal 16. schneller. Ne, 1,3 war schneller letzte Runde. Jetzt 0,6 Sekunden. Also hat hier gut aufholen können, wir sehen es auch schon, ist schon fast dran hier. Da lässt er jetzt gerade Platz 5 vorbei. Also da hat er keine große Zeit verloren hier. Marco, danke für den Raid. Herzlich willkommen, moin Tamo. Wir sind auch schon in den letzten Zügen hier. 11,5 Minuten haben wir noch. So, Kep, wo ist der dran? An Falk Moritz. Ah, der muss ja schon ordentlich verteidigen hier. Gucken wir da mal den Zeitenvergleich. 45, 44er Zeiten. Ja, nehme ich gar nicht so viel. Also scheinen hier doch relativ ähnlich unterwegs zu sein. Aber hier eng an eng. Ewerts jetzt endlich vorbeigekommen an Nees. Schauen wir doch mal kurz. Ah, oder auch doch nicht. Hat er hier, wo ist das? Kurve 1 überschossen. Wahrscheinlich hat hier der BMW auf der rechten Seite nochmal aufgemacht. Na, da war Ewerts zu spät auf der Bremse. Haben wir vorhin schon ähnlich gesehen und damit doch nicht vorbeigekommen hier. Also der wird auch nicht sehr glücklich sein, aber da muss er sich wahrscheinlich an die eigene Nase fassen. Ich denke mal, das war beim Boxenstopp passiert, die DT oder über Katz, wie auch immer. Ein Tor kann man hier leider nicht schießen, Lukas. Gut dupliziert, oh weia. Auf meinem Kanal und dann auch noch rüber geradet worden. Zählt das doppelt? Weiß ich gar nicht. So, Hausinger, oh, der ist vorbeigekommen am Busch, der da gerade weiter unter Druck steht, jetzt vom Moldenhauer. Eieiei, also der BMW vorbeigegangen, dahinter gibt es die Lichthupe mal vom Moldenhauer. Dahinter noch zwei weitere Fahrzeuge, dürften keine direkten Positionen sein, glaube ich. Laut Anzeige zumindest nicht unbedingt, also gucken wir mal. Da blinkt jetzt auch Busch, der lässt da jetzt ein paar Fahrzeuge vorbei. Moldenhauer geht außen rum. Mal sehen, ob das funktioniert. Jawohl, da wollte ihn, glaube ich, vorbeilassen. Dahinter Haaf jetzt vorbei an Hofmann. Der Lambo am BMW vorbei. Dahinter gibt es noch weitere Lichthupen. Das sind jetzt wahrscheinlich hier ein paar Überrundungen. Eldery noch dahinter. Das ist nochmal eine Position der Aston Martin. Der könnte sich nochmal den BMW holen. Dahinter, ja, der Ferrari will natürlich da nochmal, ja, vorbeikommen. Kipfer Arning im Zweikampf. Deswegen hat der Arning da Lichthupe gemacht. Er will keine Zeit verlieren. Will hier dem BMW keine Möglichkeit geben, ja, jetzt sich hier zurück zu... Oder da vorbeizugehen am Ferrari, macht er schon wieder Lichthupe Richtung der nächsten Fahrzeuge. Ja, Remo Kipfer, der guckt natürlich. Vielleicht fällt da was für ihn ab. Der guckt mal links, mal rechts, dahinter Platz 13 direkt. Ja, Patrick Schröter muss auch aufpassen, nicht drauf zu donnern. Ewerts jetzt nochmal in der Box. Oh, weia, hat er sich jetzt vielleicht erst nach dem Boxstopp jetzt hier durch Katz vielleicht eine DT geholt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall wird es für ihn deutlich nach hinten gehen. Sehr, sehr schade, war gut unterwegs da in den Top 5 und damit, ja... sehr weit nach hinten gefallen. Aber hier, schöner, schöner Dreikampf. Mal gucken, ob das hier alles funktioniert. Ewerts kommt jetzt wieder raus. Es war eine DT. Ja, es war eine zweite DT für Jeff Ewerts. Ach, Platz 20 nur noch. So, vorne. Ja, Mons kommt hier ran an Lukas Bergold. Also, der hat jetzt im zweiten Set richtig aufholen können.
und Andersen vorne. Ja, ein kleines bisschen verloren, in Anführungsstrichen. Ich glaube, wir waren vorhin mal 3 Sekunden nach dem Boxenstopp. Jetzt 2,5. Aber hier vorne bleibt spannend. Da gibt es schon ja, die ersten Versuche zu angreifen. Vielleicht nicht direkt, aber da zeigt man sich schon mal. Während, glaube ich, Schröter gerade an Kipper vorbeigekommen sein müsste. Platz 12, Platz 13, Platz 14 und Platz 11 noch direkt davor. Also ein Vierkampf. Ja, Lichthupe läuft auf jeden Fall bei Daniel. Aber wir sehen es ja auch, da sind ja ganz viele Fahrzeuge. Und wenn er da mal Zeit verliert, dann sind sie wieder direkt dran. So, dann gehen wir nach vorne. Gucken mal bei Lukas Berghold raus. Gelbe Flaggen haben wir zumindest lange nicht mehr gesehen. Die ersten 10 Minuten war ja noch relativ viel. Dementsprechend auch schon ein paar Autos runter. 2, 3 Autos müssten, glaube ich, nicht mehr dabei sein. 39 aktive Fahrzeuge noch auf der Strecke. Also da gehen noch ein paar Autos auf jeden Fall leer aus, was die Gesamtwertung angeht, punkte technisch. Kann ja mal hier die Karten nochmal einzeigen. Da sehen wir nämlich nochmal die Klassen. Also wir sehen hier Silber- und Pro-Serie oder Gold-Serie. Klasse in den ersten Top 20. Dahinter ganz, ganz viele Bronze-Fahrer, Platz 21. Also das kommt schon doch relativ gut hin. Aber ja, zwischen den ersten beiden Klassen mischt es gerade doch ganz gut. Und da haben wir auch einen Zweikampf zwischen zwei Klassen. Da muss man, wie gesagt, überlegen, geht man den Zweikampf ein oder nicht. Moritz, der Führende der Silberklasse heute, der wird natürlich hier keine Zeit verlieren wollen, denn der nächste Silberfahrzeug ist gar nicht so weit weg. 5-6 Sekunden, sage ich mal. Sollte normalerweise reichen hier für die letzten 7 Minuten. Aber klar, wenn er jetzt hier nochmal angegriffen wird von Detlef Geb, dann kann es natürlich nochmal Zeit kosten. So, gehen wir Markus Emons rüber, der sich von Schindler inzwischen absetzen konnte. Da wurde er ja doch vorbeigelassen. 5 Sekunden inzwischen. Jan Butcher M6, der steht da jetzt unter Druck. Der kleine Porsche gegen den großen M6. Gucken wir mal, wer sich hier durchsetzt. Ich nehme mal an, dass Emons ein bisschen schneller unterwegs ist. Ja, letzten 3 Runden 2,6 Sekunden war er schneller. Also rein von der Pace sollte er da wegfahren können, wenn er vorbeikommt. Aber vorbeikommen ist halt die Sache. 6,5 Minuten hat er noch Zeit. Nur noch so ein paar Ründchen. Sind gerade in Runde 31. Müssen so ja, um die 35 Runden dann gleich werden. Und dann gucken wir, ob Jan Butz sich nochmal auf die letzten Meter hier verteidigt bekommt. Auf der Geraden sollte er keine Angst haben gegen den Porsche. Aber natürlich hier in den Anbremszonen, in den kurvigen Sektionen, wenn der Porsche ein bisschen mehr ja, Speed rausnehmen kann zumindest oder später ranbremsen kann an die Kurve, dann könnte er hier einen Angriff starten. Wir natürlich gucken, dass er hier schön dran bleibt. Wir fahren mal mit. Schauen mal, ob es einen Angriff Richtung T1 gibt hier. Ja, genau, auf der Bremse sollte es vielleicht gehen. Jetzt muss er natürlich gut rauskommen. Bisschen Windschatten mitnehmen, dass der Abstand nicht zu groß wird. Abstand, beziehungsweise Windschatten sollte ja groß genug sein hier. Hinter dem BMW 0,3 Sekunden. Aber wir sehen, der BMW zieht sogar leicht weg hier. Aber das wird doch nicht reichen, um sich daneben zu setzen. Da muss er noch näher rankommen oder zumindest den Druck hochhalten, dass vielleicht Jan Butch einen kleinen Fehler macht. So, Berghold kann sich vor Mons halten. Ganz, ganz wichtig für ihn. So, haben wir hinten noch was. Na, gucken wir mal hier kurz auf die 35. Lindner und Eldery. Ja, Lindner 13 Positionen verloren. Hatte ja leider das Auto relativ früh verloren. Hier in der vorigen Kurve war das, glaube ich. Da ging es dann in die Wand rein. Jetzt wird er hier maximal noch 34. werden. Dann haben wir Moldenhauer noch auf der 29. Der ist auch an Hausinger dran. Alex Cruz. Oh, eine Sekunde an Daniel Pei. Und Emons, wie gesagt, hier an Jan Butsch dran, bleiben wir da mal kurz drauf. Also strafentechnisch hält sich tatsächlich in Grenzen. 3 DTs und eine SG30. Hälfte der Strafen hat sich leider Jeff Ewerts geholt. Also der wird hier auch nur noch zu Ende fahren auf der 20 und ja, wahrscheinlich ACC heute ausmachen dafür. Kann vielleicht mit Rudi Geiß ein Bier trinken oder so, da lief es ja auch alles andere als gut. Pech gehabt im Qualifying, im zweiten Qualifying. Dann hier, glaube ich, bei einer Überrundung war es ja sogar kollidiert und dann, ja, vom Server, glaube ich, runtergegangen. Dann gehen wir zu der Detlef Keb rüber. Ah, oh, das geht so auf der Innenseite vorbei. Oh, kommt der Suicide Group BMW her. Eieiei, Daniel Pei müsste das sein. Ein bisschen weit gegangen, Kurve 1, da gibt es die Berührung. Und Keb, Moritz, go, jetzt vorbei. Nein, jetzt gibt es die Berührung. Keb wird da leicht getroffen. Auto etwas unruhig natürlich. Und da hat sich jetzt Falken Moritz auch noch selber weggedreht. Schauen wir mal, war das jetzt durch die Berührung oder hat er hinten noch einen mitbekommen? Ah, nee, da ist noch Daniel Pei mit reingerauscht. Und auf der Innenseite geht noch der Honda vorbei.
Ah, nochmal richtig Pech hier auf den letzten Metern. Es ist hier ordentlich Verkehr gerade. Kleefeld ist auch noch von der Partie. Jetzt hat sich dann eine neue Gruppe gebildet. Ab Platz 7 bis Platz 10 sozusagen. Also Top 10 geht es nochmal richtig zur Sache. Butch und Emuts aber auch gerade im Zweikampf. Während wir da gerade noch sehen, wie da wahrscheinlich der Lambo vorbeigeht. Aber hier bleibt der BMW erstmal vorne. Eieiei. Also, das bleibt nochmal spannend. Hier die letzten 3,5 Minuten noch im 5. Lauf. Da gibt es die Lichthupe. Ja, Emons sagt sich, ich bin schneller und die fahren auch nicht in der gleichen Klasse. Deswegen denkt sich der Markus, na, du bist Silberklasse, ich bin Goldklasse. Wir fahren gar nicht mal so direkt gegeneinander, sage ich mal. Dann lass mich doch mal vorbei. Dann mache ich zumindest eine Gesamtwertung nochmal was gut. Aber ja, der nächste Goldfahrer ist erst auf der 14, also innerhalb der Klasse würde das auch nicht viel ändern. So, Falkenmoritz, oh ja, ja, gehst doch drunter und drüber hier. Dann kommen noch ganz, ganz viele Fahrzeuge. Staut sich gerade alles ordentlich. 3 Minuten noch, dürften dann noch gleich 2 Runden sein. Also Anwand hat nochmal gut was zu tun. Der BMW hier, ja, vor Falkenmoritz, Weggel, Kleefeld, Schröter, da hätte auch nochmal 2 Fahrzeuge im Schlepptau. Ja, Popcorn lohnt sich auf jeden Fall gerade nochmal. Ja, wird nochmal geguckt. Letzten Runden, da wird vielleicht nochmal eher reingehalten, um nochmal eine Position zu gewinnen. Ja, wir sehen, er kommt auch sehr gut raus hier. Also der Moritz, sehr, sehr dicht dran gewesen. Aber muss aufpassen, dahinter ist dann noch Weggel. Der ist jetzt auch, ja, gut unterwegs, muss man sagen. Wieder in den Top 10, 4 Positionen insgesamt gewonnen. Also da kriegt er auf jeden Fall noch die Chance, 2 Positionen weiter nach vorne zu kommen. Hat ja in seiner Klasse relativ gute Ergebnisse eingefahren. Aktuell auch auf der 2 bei der Silberklasse. Markus Sahner auf der 21 ist der Erste in der Bronzeklasse. Der wird sich heute also die Punkte holen bei den Bronzefahrern. So, wir müssen auch wieder nach vorne gehen. 2 Minuten noch. Der Erste geht jetzt über die Linie. Gleich zumindest. Ah, 2 Runden sind es jetzt noch. Auch wenn es relativ knapp ist. Das heißt, 2 Runden hat auch noch Bergold hier. Beziehungsweise Monzi die Möglichkeit vorbeizugehen am Ferrari. Ja, da haben sich 2 gefunden in der Meisterschaft, auf jeden Fall. Ich glaube, 8 Punkte war der Abstand zwischen den beiden. Bergold 137 und Mons 129, ja. Aber das erste Mal, dass keiner von den beiden siegt anscheinend. Oder wahrscheinlich. Andersen wäre dann tatsächlich erst der 3. Pilot jetzt nach 5 Rennen, der sich mal einen Sieg geholt hat. Sonst haben sich hier die beiden immer die Siege hin und her geschoben. Heute wird es aber trotzdem noch auf dem Podium zu Ende gehen, nehme ich mal ganz stark an. Da sind die ja auch Stammgast, sage ich mal. So, gehen wir gleich wieder hin. Jetzt gehen wir mal wieder hier hin. Daniel Pei macht da gerade mal Platz, damit die hier alle vorbeigehen können. Platz 6 bis Platz 10. Alles da nur eine Sekunde maximal auseinander. Eieiei, also gucken wir echt mal, ob da nochmal was passiert. Kleefeld ist auch an Daniel Pei vorbeigegangen. Ja, passt. Wunderbar. Kann sich hier also... Ja, er könnte noch die DT bekommen, theoretisch, das stimmt. Aber ich hoffe es nicht für ihn. Nico, moin. So, Emons immer noch nicht an Jan Butch vorbeigegangen. G-Head, moin, moin. Hier zum Finale, zumindest im Rennen hier. Halbzeit in der Saison. Also Emons versucht auch nochmal alles, schafft es hier einfach nicht vorbeizukommen. Also auf der Geraden natürlich sowieso nicht, aber auch hier in den engen Sektionen hat das auch nicht geschafft vorbeizugehen. Auf der 18, ja, 10 Positionen verloren. Der hat sich auch deutlich mehr erhofft heute. So, Kleefeld, 0,1 Sekunde nochmal dran. Also spitzt sich nochmal zu. Jetzt geht's in die letzte Runde rein. 3-4 Sekunden vor Schluss. Also da hat Daniel sich jetzt, ja, in die 35. Runde gefahren. Bergold und Mons folgen ihm jetzt hier. Mal gucken, ob es noch einen Angriff gibt. Letzten Runden haben wir keinen gesehen bis jetzt. Also ich schätze mal fast, dass das so bleiben wird. Danny Anwand aber hier auf der 7. Ja, der ist nochmal an Detlef Keep dran. Aber ein bisschen durchmischt da die Gold- und Silberfahrer. Vor allem zwischen Moritz und Weggel ist es interessant. Die fahren ja quasi um die beste Platzierung innerhalb ihrer Klasse. Oh, wer geht denn da in die Box? Detlef Keep. Hat der sich etwa auch noch eine DT geholt? Und wahrscheinlich so, dass er nicht zu Ende fahren kann und dann die Zeitstrafe in Kauf nimmt, sondern wahrscheinlich dann vor, ja, 3 Runden entsprechend. Also für Detlef Keep wird es auch nochmal zurückgehen. Und da sehen wir, da gehen sie alle vorbei, diese ganze Gruppe da. Erster hier, Danny Anwand.
Aber wir gehen mal kurz davor. Die müssten so langsam in den dritten Abschnitt kommen. Daniel Andersen hier. Oh, Emons Butt. Emons am Butt vorbeigekommen. Schauen wir doch mal, wie es passiert ist. Oh, bei einer Überrundung, glaube ich, war das. Die Nummer 8 dürfte das sein. Was ist da passiert? Ja, gucken wir mal, was bei Jan Butt da war. Er geht ein bisschen weit. Ach, da rechts geblinkt. Da gab es sogar eine Kollision mit dem BMW. Jetzt weiß ich, ob er den Porsche vielleicht doch vorbeilassen wollte. Auf jeden Fall jetzt hier. Gut, ja, eine Position erst verloren, aber direkt wieder gewonnen, weil Detlef Kiep hier aus der Box kam. Oder hat er keinen Sprit mehr gehabt? Der hat nur 7 Sekunden gestanden. Strafe war es dann doch nicht, okay. So, Kleefeld-Weggel, vorne jetzt Andersen über die Linie. Bergold rettet sich knapp vor Mons auf die 2. Mons auf der 3 wird damit also... Ja, wieder ein paar Pünktchen verlieren auf die Spitze der Gesamtwertung. Jetzt hat Jan Butt schon wieder eine gelbe Flagge kurz gehabt. Schindler scheint nochmal vorbeigegangen zu sein hier. So, wir gucken mal kurz vorne durch. Also, Mons, Gravicek, gutes Rennen hier auf der 4. Kann da zufrieden sein, Chris Heyer. Ja, leider eine Position verloren. Danny Anwand, mal gucken. Oh, ist da hinten da jetzt nochmal los? Schindler steht jetzt nochmal neben der Strecke. Oh, dort da drüber da schon wieder. Mal sehen, was da passiert ist. Gab es da die Berührung mit Jan Butt eventuell? Der kam da von hinten. Hat er jetzt hier berührt, vielleicht. Oh, wir haben Butt ein bisschen überschätzt und da hat er gleich sogar noch den 8er BMW da ein bisschen sonst wohin geschickt. Also der Schindler verliert jetzt hier womöglich auch nochmal ein paar Positionen. So, immer weiter. Falken Moritz rettet sich gerade noch vor Kleefeld ins Ziel. Weggel auf der 9. Position. Top 10 Ergebnis auf der 2. in seiner Klasse. Patrick Schröter, sein Teamkollege, nochmal 2 Autos direkt dahinter. Daniel Arne und Kipfer kommen nicht mehr vorbei. Dann Dirk Nees und Kevin Jung kommen nochmal, die beiden BMWs. Zusammen über die Linie auch nochmal enge Sache gewesen. Helder Guerra, 2 Positionen gewonnen. Markus Emons gerade noch gesehen auf die 16. Dann haben wir Jeff Evers leider mit 2 DTs nur Platz 17. Sonst wäre es Top 5 geworden wahrscheinlich. Dahinter noch Jan Butt, der jetzt nochmal ein bisschen für Action gesorgt hat auf jeden Fall. In den letzten 1-2 Runden auf der 18. Dann Detlef Kiep dahinter. Schindler, ja, doch nochmal ins Ziel gekommen, jetzt hier auf der 20. Dann haben wir Marius Zahner auf der 21. Der gewinnt die Bronzeklasse heute. Buchholz dahinter, Braun dahinter. Und dann gucken wir nochmal hinten. Hofmann in die Box. Hoffe, der ist schon fertig. Der Brückner müsste auch schon durch sein. Also, wenn ich so richtig gucke, sollten alle soweit im Ziel sein. Ja. Genau, da stellen die sich jetzt schön auf hier. Machen wir nochmal ein schönes Bild für den Abschluss. Ja, dann seht ihr jetzt die ersten 3 der Goldklasse. Normalerweise sollte da hinten noch die Silber und die Bronze sich ausstellen. Mal gucken, wahrscheinlich kommen die gleich noch. Ansonsten, ja, haben wir das Rennen erstmal geschafft. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir nochmal kurz ins Studio rüber. So. So, ich werde morgen erstmal neue Webcam kaufen. Ja, wunderbar. Also 5. Rennen haben wir hinter uns gebracht. Dann geht es in 2 Wochen weiter. Und ja, war ein sehr, sehr spannendes Rennen. Auf jeden Fall. Am Ende hatten wir noch sehr, sehr viele Duelle, mehrere enge Gruppen. Am Anfang hat es leider viele, viele gelbe Flaggen gegeben. Qualifying hat leider ja am Anfang nicht ganz funktioniert. Da muss es nochmal ein 2. Qualifying geben. Das hat ein paar vielleicht ein bisschen nach hinten geworfen. Aber vorne, glaube ich, waren dann noch auch die unterwegs, die auch im 1. Qualifying vorne waren. Und dann, ja, wie gesagt, gelbe Flaggen am Anfang. Dann hat es sich ein bisschen beruhigt, aber nach den Boxenstopps, vor allem am Ende, wie gesagt, mal richtig, richtig viele. 2, 3, 4, 5 Kämpfe zum Teil, auch noch ein paar Kollisionen. Also, da war wirklich richtig was geboten. Bin gespannt nächstes Mal, ob da wieder so viele Fahrer dabei sind. Ansonsten am 8. April, am Samstag also, ist dann das nächste Endurance-Rennen von Ovisim Racing. Sind wir auch wieder dabei. Ich glaube, 6 Stunden Silverstone müssten es sein. Auch eine sehr schöne Strecke. So, da kommen sie auch alle. Da sehen wir dann gleich schön 9 Autos. Ja, wunderbar, dann gucke ich mal, wo ich euch noch weiterschicken kann. Wahrscheinlich gar nicht so viele online gerade. Weil LFM ist ja noch Off-Season. Da fahren ein bisschen weniger Leute. Gehen wir einfach hier hin, würde ich sagen. So, ja, also dann danke fürs Zuschauen. Danke für die Raids, Marco und Andy, danke natürlich auch für eure Follows. Wir sehen uns wahrscheinlich dann am Samstag. Wie gesagt, Le Mans überlege ich, ob ich das streame. Muss ich mal ein bisschen gucken. R-Factor ist ein bisschen anders hier. Ja, das ist aber auch nur, wenn die länger an ist. Keine Ahnung. Am Anfang geht's. Die ist auch schon ein paar Mal runtergefallen. Wahrscheinlich ist sie auch halb kaputt. Weiß ich auch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich eine bessere finde noch. Ja, also Samstag sehen wir uns dann eventuell, denke ich mal, zu den 4,5 Stunden Le Mans. Sonntag habe ich, glaube ich, nichts.
Aber dann Montag, Dienstag irgendwann geht's wieder mit LFM los. Nee, Montag ist auch Street Ride Racing, Dienstag dann LFM auf jeden Fall. Da ist dann wieder ordentlich, ordentlich Programm. Und natürlich viele, viele Wochenenden noch mit verschiedenen Andrews, die wir dann auf dem Schirm haben. Ich schicke euch mal zu Blue Eyes rüber. Der fährt zwar iRacing, gerade auf Laguna Seca, aber sonst ja, fahren gerade nicht so viele Leute, muss man sagen. Ich denke mal, Lukas wird gleich Schluss machen. Schröter vermute ich auch mal, dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Also würde mich freuen, wenn ihr noch mit rüberkommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Wochenende gegebenenfalls. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.